Der Podcast Dialoge ohne Masken ist ein Podcast für Profisportler, Künstler, Führungskräfte, Unternehmer und alle Menschen, die ihre mentalen und geistigen Fähigkeiten ausbauen möchten. Zudem geht es darum, dass sich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens so zeigen können, wie sie wirklich sind. Diese berichten über ihre Gefühlswelten und Weltansichten, ihren Weg zum Erfolg und auch über extreme Erfahrungen, um dir die Information zu geben, die du benötigst, um die Person zu werden, die du gerne sein möchtest. Ich kämpfe auf meinen Touren nicht gegen die Natur, weil das kannst du nicht. Du kannst nur mit der Natur arbeiten. Ganz kleiner Punkt, aber den möchte ich ändern. Ich möchte jeden Tag damit beginnen zu sagen, oh geil, habe ich Bock drauf. Also der allerwichtigste Punkt ist die Motivation daraus, warum machst du das, warum willst du das machen, und das darf niemals Geld sein. Der Leitspruch, der mich seit Beginn komplett von allem begleitet, den ich auch als Merch habe und so weiter, den habe ich natürlich nicht erfunden, den kennen auch viele, aber der steht halt irgendwie so ein bisschen, der schwebt immer über mir, ist dieses Life begins at the end of your comfort zone. Das Leben beginnt außerhalb dieser Komfortzone, dieser Bubble, dieser warmen Bubble, in der du dich befindest. Aber das musste ich selbst mir selbst erst beibringen, dass ich auch selbstständiger Einzelunternehmer sein kann, wo ich für mich selbst arbeite, wo ich auch mal mit Leuten zusammenarbeite. Bei der Bundeswehr gab es den Spruch, Motivation durch Demotivation. So, und ich bin quasi ein Typ, ich reagiere da komplett drauf. Das heißt, wenn jemand zu mir sagt, ach, schaffst du eh nicht, so, ja, das wird nichts, guck dich doch mal an und keine Ahnung was, dann da kommt eine Energie in mir, wo ich denke, Junge, dir zeige ich es aber richtig, mein Freund. Herzlich willkommen zum Dialoge ohne Masken Podcast. Mein Name ist Sharon Paschke, heute darf ich Fritz Meinecke begrüßen. Life begins at the end of your comfort zone. Du bist Abenteurer mit Leib und Seele. Egal ob Trekkingtouren, vereiste Klettersteige oder verlassene Bunker, neue Herausforderungen reizen dich. Als leidenschaftlicher Fotograf begannst du 2015 deine Expeditionen, Touren und kleine Abenteuer zu dokumentieren und über deinen YouTube-Channel Fritz Meinecke Interessierten zugänglich zu machen. Tausende, eigentlich Hunderttausende, verfolgen deine Aktivitäten und beobachten dich beim Entdecken von vergessenen Orten und deren verborgenen Geschichten. Du liebst die Mischung aus Abenteuerlust und Freiheit. Draußen bist du frei und lässt den Alltag hinter dir. Alle Pflichten, Termine und Sorgen bleiben einfach zu Hause. Natur entspannt. Einfach nur das Rauschen der Bäume im Wind, das Plätschern eines Flusses oder das Knistern eines Lagerfeuers. Und hier noch ein paar Facts zu dir. 2014, Tough Mudder Finisher. 18 Kilometer Hindernislauf für die, die es nicht kennen, einmal in NRW. Oder auch Tough Mudder Finisher in Rhein-Main, 18 Kilometer Hindernislauf ebenfalls. 2015 hast du den Harzer Hexenstieg gemacht, 102 Kilometer in 48 Stunden. Oder Königsjodler Klettersteig. Er gehört aufgrund seiner extremen Länge in großer Höhe zu den schwierigsten Sportklettersteigen der Ostalpen, Schwierigkeitsgrad D. 2016 auf Mallorca GR221, 130 Kilometer in 3,5 Tagen. Erster Volkstriathlon, sechster Wandsleber Triathlon. Alpenüberquerung zu Fuß von München nach Venedig in 23 Tagen. Das sind 550 Kilometer und über 22.000 Höhenmeter. TV-Dokumentation, History Channel, Wiegald und Fritz, die Geschichtsjäger. YouTube Next Up Gewinner. 2017 Nominierung für den Webvideopreis 2017. Kategorie Lifestyle. Dein eigenes Buch Fritz Meinecke, der Abenteurer. Du warst zu Gast in mehreren Fernsehshows, unter anderem bei ZDF Markus Lanz, bei RBB Sommergarten Live, im MDR Hier ab 4. Du hast 2017 auch den Selvaggio Blue gemacht. Das ist der härteste Track Italiens. 4 Tage lang. Ja, jetzt habe ich ganz viel zu dir erzählt und möchte gerne jetzt an dich überleiten, denn ja, Fritz, schön, dass du uns deine Zeit schenkst. Moin, schön, dass ich hier sein kann. Als allererstes fällt mir mal auf, ich sollte vielleicht mal meine Website wieder updaten. Ich habe die mal parallel aufgemacht, weil du quasi so eine Erfolgsliste, wie ich sie ja damals erstellt habe, quasi durchgearbeitet hast. Und da merkt man ganz schön, bei 2017 hört es auf, bei der Liste. Wir haben 2021. Also, was ist passiert in der Zwischenzeit? Ich musste gerade innerlich ein bisschen lachen, was ich hier draufstehen habe. Ja, also 2014 Tough Mudder Finisher. Ja,
ganz großes Brett. Genau. Und Eierlauf habe ich auch mitgemacht. Nee, finde ich gerade selber witzig. Ich habe das null mehr auf dem Schirm gehabt, sage ich dir ganz ehrlich, was ich hier auf meiner Website da so stehen habe. Und 2017, wie gesagt, letzter Eintrag dazu. Gefühlt ging 2017 das erst los. Also hauptsächlich kennt man mich ja durch meinen YouTube-Channel. Der ist ab 2016 in die Selbstständigkeit gegangen. Das heißt, da ging es so langsam los. Und eigentlich so 2017 dann mit dem Buch und der TV-Doku auf dem History-Channel, das war eigentlich der Anfang. Mhm. So, ja. Mittlerweile sind wir hier, ich hoffentlich nicht am Ende, sondern irgendwo mittendrin. Aber ja. Was ist passiert seitdem? Dann füll mal die Liste bitte auf für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist da seitdem noch geschehen? Was ist geschehen? Das ist eine gute Frage. Ich habe 6 Monate lang im Auto gelebt. Na, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Als kleines Selbstexperiment. Ist jetzt auch schon wieder her, es war 2019, glaube ich. Ich habe diverse Touren und Abenteuergeschichten gemacht. Ich bin letztes Jahr mit dem Fahrrad mit noch 2 Kumpels zusammen von Berlin nach Tallinn gefahren, also nach Estland, 1500 Kilometer, auch sehr, sehr rough da irgendwie durch, nicht mit großer Planung, sondern das Zeug gepackt, ein bisschen Vorbereitungstouren gemacht, aber die Route an sich halt nicht bis ins Detail geplant, dass halt dann auch viel Mist passiert so zwischendrin, der aber irgendwie dann auch witzig ist im Nachhinein. Ich mache verschiedenste Touren, war jetzt auf Madeira 4 Wochen lang, hab da eine Inselüberquerung gemacht, hab draußen gepennt. Ich habe halt so verschiedenste Sachen im Autobereich, mache ich immer wieder. Und ich bin halt nicht fachspezifisch in einem Bereich, wo ich sage, ey, ich bin der Typ, der Fahrrad fährt oder ich bin der Typ, der wandern geht, sondern ich mache das, worauf ich Bock habe. Ich bin auch ein Phasentyp, der ja gern unterschiedliche. Ich langweile mich schnell. Sagen wir es einfach so, wie ich ehrlich bin. Ich langweile mich schnell. Das heißt, wenn ich irgendwie 4 Wochen lang wandern war und irgendeinen Kram gemacht habe, dann muss ich danach wieder was anderes machen. Und so habe ich verschiedenste Sachen gemacht. Es startet jetzt als nächstes eine Lost Place Tour, wo ich 4-5 Tage lang unterwegs sein werde, mir verlassene Häuser, Industrieruinen, Militärkasernen angucken werde. Und danach werde ich, gucken wir mal, ich weiß nicht, keine Ahnung, das nächste machen. Ich brauche viel Abwechslung, sagen wir mal so. Filmst du dich bei den meisten Sachen dann selbst oder hast du jemanden jetzt dabei, der dich filmt? Ich sag mal, 95% filme ich alles selbst. Hm. Ich habe so ein paar Highlight-Projekte, da hatte ich jetzt gerade eins, das war diese Inselüberquerung auf Madeira. Da haben wir das zu zweit gemacht und wir hatten quasi ein Kamerateam dabei, obwohl man sich das mit dem Kamerateam jetzt nicht vorstellen kann, wie Fernsehen mit einem Tonmann, einer riesen Kamera und auf der Schulter drauf, sondern wir haben halt befreundeten Video-Creator, der dann mal die Kamera mit übernommen hat, damit man auch mal eine Drohne von außen hat. Aber sonst filme ich eigentlich alles selbst. Meine ganzen Abenteuer sind alle selbst gefilmt, selbst dokumentiert. Es ist ein sehr, sehr rougher Stil. Es ist ein klassischer YouTube-Vlogging-Stil. Das habe ich aber auch mit Absicht gemacht. Ich habe in diesen ganzen Jahren, Gründung war 2014, da habe ich die ersten Videos gedreht und 2016 dann die Selbstständigkeit. Habe ich alles mögliche ausprobiert. Von Slider über Kamera-Rig, Ausleuchtung, Follow-Focus und wirklich voll rein mit über Stimmer spreche und ich wollte voll so fernsehmäßig alles machen, bis hin zu, ich mach's ganz rough, ich habe meine GoPro und ich gehe los. Und an dem Punkt bin ich halt jetzt wieder, wo ich sage, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, meine Tour, meine Abenteuer, die sollen so einen Live-Charakter haben. So, die Leute sollen meine Augen haben, ich sein quasi und das mit mir erleben. Da kommt es mir nicht immer drauf an, jetzt die krasse Kamerafahrt zu haben und die Tiefen und Schärfe. Das sind schön gemachte Bilder, aber das brauchst du nicht, um ein Abenteuer wirklich hautnah. Und darum geht's mir. Ich habe auch in meinen ganzen letzten Videos, wo ich alles mit GoPro dokumentiere, ich habe keine Musik mehr drin. So, das ist, du hast die Naturgeräusche, du hast das Knistern, du hast den Reißverschluss, der vom Rucksack ausgeht, du hast das Plätschern des Wassers, ein Wind, der auch ins Mikrofon pfeift. Es rauscht auch mal bei mir im Video, ja, weil die Leute dann auch merken, hey, es ist halt windig draußen, guten Morgen, ne? Und das ist halt für mich auch so ein Prozess, den ich selbst durchgemacht habe. Ich habe alles mal ausprobiert. Und mittlerweile bin ich aber wieder bei diesen ganz roughen, einfachen, wo ich sage, ey, ran, los, und ich nehme euch einfach mit. Ich habe dazu mal 2 Fragen. Die erste Frage ist, was ist so der Ruf in dir? Also was treibt dich dazu an, das zu tun, was du da eigentlich tust? Ja, spannende Frage. Das ist immer so diese Passion, dieses Feuer in einem, was irgendwie lodert und was da brennt. Mhm. Wo das wirklich ganz tief in mir im Inneren herkommt, kann ich dir gar nicht sagen. Weiß nicht. Ist es die Wildnis? Ist es die Natur, die hoffentlich in jedem von uns irgendwie steckt? Dieser Wille nach Freiheit? Ich glaube, es ist auf jeden Fall, wenn ich so zurückdenke, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe, ein Punkt der Unabhängigkeit und Freiheit.
Ja, zu sagen, ich kann machen, was ich will. So, ich habe keinen Chef, der mir irgendwas sagt, sondern ich gehe da raus. Da sind auch wenig Regularien. Da ist keine Ampel, die sagt, jetzt bleibst du stehen. Sondern dort draußen in der Natur gibt es Grenzen. Und die Grenzen zeigt die Natur auf, indem da plötzlich eine Klippe kommt. Und da brauchen wir auch nicht rumdiskutieren, ob du da weitergehst oder nicht. Da ist die Klippe. Bist du tot, wenn du weitergehst, ne? Oder irgendwie, ja, hier müssen wir das machen und rechts vor links und, ah nee, da hat das geschlossen und nein, die Natur hat Regeln und was ich auch immer mehr merke und auch oft in meinen Videos sage, ich kämpfe auf meinen Touren nicht gegen die Natur, weil das kannst du nicht. Hm. Du kannst nur mit der Natur arbeiten. So, natürlich kannst du dich anpassen, es regnet, du ziehst dir eine Regenjacke an, ja. Aber wenn es dunkel ist, ja, dann ist es dunkel, dann mach halt eine Pause. Klar kannst du mit Taschenlampe irgendwie weiterlaufen, aber es ist viel, viel angenehmer und einfacher, mit der Natur zu sein, anstatt so dagegen, sich so diesem zu beugen. Ist es warm und du schwitzt? Ist es warm und du schwitzt? Du brauchst dich nicht darüber aufregen und sagen, ah, scheiße, und dies und das. Du musst irgendwann lernen, gewisse Sachen zu akzeptieren. Gewisse Sachen kannst du nicht ändern und die musst du einfach fressen und du musst sie auch irgendwann lernen zu lieben. Du musst es irgendwann geil finden, wenn dir der Schweiß in die Augen reintropft und in die Augen brennt. So, das musst du geil finden. Eine geile Umschreibung. Ich habe da noch eine Unterfrage zu. Ja, hau raus. Hast du denn irgendwas mal im Leben erlebt, wo du so viele Grenzen gesetzt bekommen hast, so Regeln, was dich einfach abgefuckt hat, wo du gesagt hast, nee, ey, weißt du was, ich mache jetzt genau dieses Ding, also dass diese Passion nämlich daraus entstanden ist. Also meistens, bei mir ist es zumindest so, entstehen Dinge aus dem Gegenteil heraus. Ja. Das heißt, ich habe irgendwas Extremes erlebt, wo ich gesagt, nee, das will ich nicht mehr. So, ich will jetzt frei sein, also LMA jetzt, ja? Ja. Und ja, jetzt gehe ich diesen Weg. Gab es da sowas bei dir, dass sich das daraus herauskristallisiert hat? Also gefühlt mein Weg bis 2016, mein ganzes Leben bis dahin, lass mich kurz rechnen, 4 Jahre zurück, da war ich 26 oder sowas, mhm, bis dahin war so, ja. Was aber völlig normal ist. Also ganz kurz, ne, ganz normal zur Schule gegangen, ein bisschen Ausbildung, was rumprobiert, auch mal was abgebrochen. Dann mich dafür entschieden, eine Bankausbildung zu machen, habe ich auch durchgezogen, habe ich gelernt, bin quasi ja ausgelernter Bankkaufmann, habe da auch noch ein bisschen gearbeitet, habe gemerkt, ist nichts. Bin dann willkommen im Club, Fritz. Ja, du auch? Ja, und dann habe ich Sozialpädagogik studiert. Komm, schau dir das mal an. Ja, und ich habe gesagt, nee, scheiß drauf, ich mache mal was anderes, ich gehe mal zur Bundeswehr. So, dann war ich bei der Bundeswehr für 19 Monate. Das war aber auch so eine Findungsphase, es war von vornherein klar, um zu sagen, okay, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben? Hab dann 3D-Grafik für Computerspielentwicklung studiert, ganz was anderes. Hab da auch drin gearbeitet und habe mich daraus hin dann selbstständig gemacht. So, und im Endeffekt, all diese Sachen, sei es Schule, sei es zu Hause bei Eltern wohnen, sei es Bundeswehr, Ausbildung, du lebst doch nur dauerhaft nach Regeln. Ich sag mal so, du hast ein Gehege. Hast doch mal einen Auslauf. Du darfst mal kommen. Heute darfst du mal bis 19 Uhr raus. Ja. Samstag, Sonntag hast du mal frei. Aber von Montag bis Freitag stehst du bitte hier. Von 8 bis, keine Ahnung, 17 Uhr. Was auch immer, ne? Also alles ist ja nach Regeln und sonst was. Und im Endeffekt hat mir das immer mehr und immer wieder gezeigt, so, das ist nicht das, was ich will. So, ich bringe immer wieder dieses Beispiel. Das bringe ich seit Jahren. Und das hat mich aber damals geprägt. Der Tag beginnt. Wie beginnt er? Mit einem Wecker klingeln oder ohne einen Wecker klingeln? Und wenn dein Wecker klingelt, was passiert in dir genau in diesem Moment? Klingelt der und du sagst, boah, geil, ich bin wach, jetzt greife ich an, geil, ich muss meinen Flug kriegen, weil wir fliegen heute nach, Madeira und da gibt's eine heftige Tour. Habe ich Bock drauf? Ich bin zwar ein bisschen abgefuckt und müde gerade, aber ich habe mir den Wecker gestellt, weil ich da Bock drauf habe. Oder klingelt der Wecker jeden fucking Tag von Montag bis Freitag und du sagst, oh ja gut, heute muss ich ja, na gut, erstmal aufstehen, erstmal duschen, dann muss ich erstmal in die Öffis. Oh, Öffis, ja, dann muss ich mal. Also weißt du, was ich meine? Und das war so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist ein ganz, ganz kleiner Trigger, aber jeder kennt dieses Beispiel mit dem Wecker. Und ich wollte in meinem Leben den Punkt haben, klingelt der Wecker, will ich gute Laune haben. So, ich stelle mir keine Wecker mehr, schon lange nicht, aber ich bin noch jemand, der um 7.30 Uhr wach ist, weil ich wach bin. So, das heißt, ich stelle mir gefühlt einmal im Monat einen Wecker, weil ich irgendwie, keine Ahnung, einen Termin habe, irgendwas wird geliefert, ich bei dem Podcast, keine Ahnung, nein, Spaß. Aber das sind oft Termine, die ich mir dann selbst gemacht habe, also ich muss zum Arzt oder so, die wichtig sind und das ist auch völlig okay. Aber das ist immer so mein Beispiel, wo ich gemerkt habe, ganz kleiner Punkt, aber den möchte ich ändern. Ich möchte jeden Tag damit beginnen zu sagen, oh geil, habe ich Bock drauf. Sehr coole Anekdote und vor allem haben wir es gemerkt, der Nico vor allem, als er mit dir in die Terminfindung ging zum Podcast. Schwierig. Das ist ja vor allem, dass du ja damit auch zeigst, du lebst das, ne, und dass du sagst, ich mache das, worauf ich Bock habe.
Und das ist ja auch jetzt irgendwie ein Stück weit eine Ehre für uns, weil wir uns ja gar nicht irgendwoher kennen oder so, dass du jetzt einfach sagst, ey, ich mache jetzt mal den Podcast hier mit und du lässt dich einfach jetzt mal auf diese Fragen ein, die da kommen. Und die zweite Frage, die ich habe, ist, viele würden sich ja wahrscheinlich damit jetzt beschäftigen, zu sagen, ey, ich würde auch gerne so einen YouTube-Channel machen und ach ja, ich habe was mich total interessiert und das traue ich mich nicht zu machen, weil naja, damit kann man vielleicht auch gar kein Geld verdienen und das funktioniert nicht. Jetzt machst du das, was du liebst, genau aus diesem Antrieb heraus, ey, ich habe keinen Bock, in so einem Gehege die ganze Zeit rumzulaufen. Ich mache jetzt mein Ding und automatisch bist du mit diesem Ding jetzt irgendwo auch erfolgreich. Also ich meine zumindest das, was ich in den Facts gesagt habe, macht dich ja schon erfolgreich. Genauso wie ein Kumpel von mir, der Anime-Figuren verkauft, der ist jetzt ultra erfolgreich mit dem Verkauf von Anime-Figuren. Und am Anfang wurde er dafür belächelt. Aber er kennt sich damit brutal gut aus und kennt jegliche Anime-Serien und kann diese Figuren hochwertig, hochpreisig verkaufen. Wo jeder gesagt hat, ey, ich glaube nicht, dass es dafür einen Markt gibt. Doch, den gibt es. Und du hast ja auch einen Markt gefunden oder vielleicht sogar einen überhaupt eröffnet. Was gibst du Leuten einfach als Hinweis, als Tipp mit, wenn sie sich genau damit jetzt beschäftigen sollten mit so einem YouTube-Kanal? Ja, also der allerwichtigste Punkt ist die Motivation daraus, warum machst du das, warum willst du das machen? Und das darf niemals Geld sein, meiner Meinung nach. Geld ist eine Sache, die kommt, ne, automatisch kommt sie nicht, die kommt irgendwann, die kann man auch einbauen und das ist ein schönes Ding, aber es darf nie die Motivation sein. So, weil das ist ja mittlerweile, ne, machen wir uns nichts vor, wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, ich bin 89er Baujahr, damals so Bravo, gab es so die Leute, die Superstars und hier und was ich, Boyband und die Musiker, und das war ja so, wo man gesagt hat, okay, was willst du mal, wenn du jetzt mal spinnst, was willst du, ich will Rockstar werden, geil. So, ja, ich will Formel 1 Fahrer werden oder so ein Kram. So, und heute habe ich das Gefühl mittlerweile so in den Schulen ist so, ich will YouTuber werden, ich will Instagrammer werden, so. Und ich habe das Gefühl, das kommt aus einer Motivation raus, weil die Leute den Lifestyle sehen und sehen, oh, hier, geil, Eigentumswohnung, dies, das, Rolli, Glitzer, Glitzer, ich kann machen, was ich will, ich kann zocken, was ich will, ich kann hinreisen, wo ich will. Das ist die Motivation und das ist aber der falsche Ansatz. So, ich habe mit dem ganzen Kram 2014 mit dem YouTube-Channel begonnen, habe vorher aber schon mit Facebook und Facebook-Gruppen begonnen und eine eigene Facebook-Seite gefühlt 2012 und da war, ich glaube, da gab es noch gar keine Monetarisierung. So, weiß ich gar nicht, keine Ahnung, war nie der Auslöser, sondern ich bin in diese ganze Autoszene durchs Geocachen reingerutscht und mir hat das einfach Spaß gemacht. Ich war draußen unterwegs, hab da irgendwelche Caches gesucht, mal in Lost Places, mal an einem Schornstein rumgeklettert, dann mal gesehen, oh, da gibt's einen Cache, der ist oben in einem Baum, wie kommt man da hoch? Keine Ahnung. Ja, wir müssen jetzt irgendwo eine Leiter organisieren, dies, das. Dann habe ich angefangen, gut, der nächste ist höher, wir brauchen Kletterausrüstung. Eine ist auf einer Insel, lass mal rüberschwimmen, lass mal ein Boot holen. Also, ne, da war diese ganze Abenteuer-Passion dahinter. Und ich habe dann irgendwann gesagt, oder ich war einfach ein Typ, ich habe das halt auch gern geteilt. Ich habe das dann bei Facebook geteilt, in irgendwelchen Gruppen, dann hatten Leute Fragen, habe ich gesagt, ey, pass auf, ich habe den Rucksack, kann ich dir empfehlen. Und dann habe ich immer mehr Anfragen bekommen, auf Facebook damals, so Freundschaftsanfragen, auf meinem privaten Profil. Und ich denke mir so, hä, wer ist das? Ich kenne dich nicht, keine Ahnung. So. Und bei Facebook war es ja damals so, wenn du den angenommen hast, dann warst du befreundet. Das heißt, ich habe alles von dem gesehen. So, ich wollte aber von denen nichts sehen, weil ich kannte die ja nicht. So, ja, und dann gab es halt die Möglichkeit zu sagen, ey, es gibt da so Facebook-Seiten, da kannst du auch posten, dann gibt es Leute, die dir followen, so wie man jetzt Instagram kennt von der Mechanik. So, und damit habe ich angefangen. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, die Leute sehen immer die Bilder, die finden es auch schon geil. Ich schreibe so ein bisschen Tagebuch, blockmäßig mein Zeug runter, aber die sehen jetzt das Bild auf dem Gipfel. Aber für dieses Bild ist so viel mehr passiert in der Planung, in der Vorbereitung, im Aufstieg, im Abstieg, mittendrin, in der Nacht. Das, was ich dort erlebt habe und quasi ein bisschen geschrieben habe, so tagebuchmäßig, kam nie als Feeling rüber in einem einzelnen Bild. Das schaffst du nicht. Und da habe ich gesagt, ey, ich muss Videos. Du musst es irgendwie besser, das, was du erlebst, kannst du mit einem Video am, es ist für mich die beste Plattform, das dem jemanden nahe zu bringen, wie das wirklich ist. So, weil es hat, ne, es hat was fürs Auge, es hat was fürs Ohr und so weiter. Und dann habe ich angefangen, Videos zu drehen. So. Und dann ging das nach und nach. Und dann kam irgendwann die Möglichkeit, ey, du kannst da auch übrigens so Werbung draufschalten. So, damals Auszahlungsgrenze YouTube 70 Euro. Ich hab da schon, keine Ahnung, ein Jahr oder sich anderthalb Jahre YouTube gemacht. So, dann habe ich das irgendwann eingereicht. Und da habe ich, glaube ich, 4 Monate oder so habe ich gebraucht, oder 3 Monate, bis ich die 70-Euro-Grenze erreicht habe für die Auszahlung. So, und dann ging es langsam los und dann hast du irgendwann mal die ersten 100 Euro pro Monat verdient. Da habe ich aber schon, keine Ahnung, für 3 Jahre was gemacht, ne? Mhm. Und dann war so der erste monetäre Punkt, war zu sagen, ey, wäre geil, wenn ich mir einfach so ein bisschen Ausrüstung mal kaufen würde. Mal ein neues Messer, mal einen Rucksack, vielleicht mal einen Schlafsack. Wäre eine coole Sache. So, ja, das ging dann. Und dann war irgendwann der Punkt, wo du das erreicht hast. Und dann habe ich damals während meines Studiums, als ich 3D-Grafik für Computerspiele
Ernährung studiert habe, habe ich bei Kaufland gearbeitet, Molkeprodukteabteilung, schön eingeräumt den ganzen Kram, immer noch ewig mit dem Zug hin und her gefahren, um mir so ein bisschen was zu verdienen. Und dann war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht schaffe ich es so auf 450 € Basis irgendwann mal bei YouTube, vielleicht schon mal mit dem ersten Sponsor, das zusammenzukriegen. Habe ich auch einmal geschafft. So, und dann war der Punkt, wo ich sagte, gut, jetzt kann ich Kaufland lassen. Jetzt habe ich die Basis schon mal. Aber wie gesagt, Geld war nie die Motivation zu sagen, ich mache deswegen weiter. Es war einfach eine Sache, die ich mitnehme. Warum soll ich es auch nicht mitnehmen? Ja, ist so eine coole Sache, wenn ich das dadurch finanzieren kann. Ja, weil kostet auch alles Schweine viel Geld, wenn du da irgendwo hinfährst und Ausrüstung kaufst und alles. Ja, und so ging das dann irgendwann seinen Gang. Und dann war immer noch der Punkt, wo das dann in die Thema Vollzeit-Selbstständigkeit reinging. Das war aber auch so eine ganz andere Geschichte. Das heißt, nochmal ganz kurz vielleicht. Die Frage war quasi, was rate ich Leuten, die mit YouTube anfangen? Ne? Definitiv, such dir ein Thema raus oder etwas, worauf du Bock hast, wo du Leidenschaft für hast und was du auch ohne jeglichen monetären Hintergrund machen würdest. Einfach, weil es ein Hobby von dir ist. Weil das Hobby und die Leidenschaft ist, Videos zu drehen und diese Videos zu teilen und mit anderen, mit einer Community zu interagieren. Das muss die Hauptmotivation sein. Und das habe ich zum Beispiel zu einem Kumpel auch gesagt, der hat vor 2 Jahren ungefähr angefangen. Dieses ganze Social Media Business ist ein fucking Marathon, beziehungsweise wahrscheinlich ein Ultralon. Du kannst nicht erwarten, dass du da losgehst und dann Sprint hinlegst. So, du hast in diesem Marathon oder sonst was, hast du immer mal wieder Phasen, die gehen mal stärker, mal schwächer, ja. Aber du kannst nicht erwarten, dass du da reingehst und da sofort die riesen Ergebnisse siehst und da die Tausenden von Klicks machst und das. Ey, bei jedem, bei dem das sofort passiert, ey, geil, freu dich. Aber nimm es nicht als Selbstverständlichkeit. Lass dich nicht motivieren, weil du nach einem halben Jahr noch keine 1000 Follower hast. So, kann passieren, weiß nicht, dann versuch mal was anderes oder dauert ein bisschen Zeit oder du kannst verschiedene Sachen ausprobieren, um das natürlich zu beschleunigen. Aber es ist ein Marathon. So. Und das Coole mal ganz nebenbei ist, du erwähnst ja auch noch nicht mal jetzt irgendwelche Zahlen. Also das heißt, wenn man jetzt einfach mal auf deinen YouTube-Channel guckt, sieht man die Abonnentenanzahlen. Das heißt ja nicht die sich alle die Videos noch angucken. Abonnenten sind bei dir roundabout 1,2 Millionen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das bedeutet, das gucken sich wahrscheinlich die Videos noch viel, viel mehr an als diese 1,2 Millionen Abonnenten, weil jeder weiß, guckt sich Videos bei YouTube an und abonniert aber noch lange nichts. Das heißt, es ist eine gewaltige Zahl, die du da erreicht hast in den letzten Jahren sozusagen, ne? Genau, also generell, klar, ich mache ja weniger Aufrufe als Abonnenten, was auch völlig normal ist. Das ist eigentlich bei fast allen so, dass wenn ich jetzt 1,2 Millionen Abonnenten habe, gucken ja nicht 1,2 Millionen Leute. Mhm. Ne? Generell hast du, glaube ich, so wirklich mal über den Daumen gepeilt, wenn du jetzt ein Video hast, egal wie viele Aufrufe das hast, jetzt bei mir so, habe ich circa so 50-50. Das heißt, 50% der User, die das gucken, sind aus meinem Abonnentenpool von den 1,2 Millionen. Und die anderen 50 sind Leute, die, keine Ahnung, die kommen durch die Suche oder die haben sich abonniert, die haben sich nicht eingeloggt, was auch immer. Ne? Und dann habe ich ja auch zig verschiedene Themenbereiche, ja. Sei es mal eine Kanutour, sei es mal ein Survival-Training, sei es eine Radtour, mal ganz was anderes. Und dadurch greifst du auch immer wieder verschiedene Leute ab. Und dadurch gucken natürlich auch nicht alle alles, weil du hast Leute, die sagen, ey, ich interessiere mich irgendwie für Fahrrad und für Kanutouren. Ich lasse ihm auch mal ein Abo da, ich gucke das. Aber ich gucke halt auch nur die Kanu- und Fahrradvideos. Vergleichbar mit einem Fernsehsender. Wenn du einen Fernsehsender guckst, guckst du ja nicht alles. So, du hast da deine 2, 3 Lieblingsserien, die guckst du. Und dann vielleicht auch, was ich, ein halbes Jahr später guckst du mir was anderes. Abgesehen, dass ich seit 6 Jahren keinen Fernsehanschluss mehr habe. Also wirklich interessant und wir sehen jetzt, der Podcast startet jetzt mal ein bisschen anders, weil es einfach eine Materie ist, die vielen vielleicht gar nicht so bekannt ist und sich jetzt aufgrund dieses Podcasts überhaupt dann mit dir jetzt auch beschäftigen werden und sich dann mit der Thematik auch mal auseinandersetzen und gleichzeitig auch mal was ganz anderes kennenlernen, weil mich das Ganze, wenn ich mir mal deinen YouTube-Channel angucke, so ein bisschen Tomb Raider-mäßig oder Indiana Jones-mäßig so abholt. Also ich hoffe, ich bin jetzt nicht despektierlich dir gegenüber, aber... Hä, nee, mega als Kompliment. Ich finde das mördergeil gemacht, wirklich. Ich bin fasziniert. Also jeder, der das jetzt hier hört gerade, bitte schaut auf seinen YouTube-Channel, guckt euch das an. Das ist der Hammer. Allein schon deine Thumbnails sind der Kracher, finde ich. Wahnsinn. Macht richtig Lust, auch einfach anzuklicken. Also dafür hast du auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Händchen, weil du mich da total abholst. Fritz, wofür bist du in deinem Leben dankbar und wie lebst du Dankbarkeit, wenn du gerade mal völlig abgefuckt bist? Ich gehe mal erstmal auf die zweite Frage rein mit der Dankbarkeit, wenn ich abgefuckt bin. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht die Frage ein bisschen
anders aufgreift oder so, aber mir kommt gerade zum Beispiel in den Kopf, weil ich das auch gerade in meinem privaten Umfeld hatte. Mhm. Der Punkt, wenn du quasi irgendwie ein bisschen abgefuckt bist und vielleicht auch ein bisschen unsicher, Selbstbewusstsein ist runter und man sich selber klein macht und so weiter, finde ich es ganz clever, wenn man merkt, dass man so ein Typ dafür ist, so dass man immer öfter mal in so Löcher fällt. Zwei Sachen. Erstens, das ganze Leben, alles, egal ob du erfolgreich bist, nicht erfolgreich, whatever, ist eine Berg- und Talfahrt. Es geht immer auf und es geht wieder runter. Ja? Und davon rede ich jetzt nicht von, du hast einen YouTube-Kanal, der wächst und dann gehen wieder Leute weg, sondern generell alles. Du hast mal, du bist dann motiviert, du hast Projekte, dann geht was ab, dann ist wieder schlecht, dann kommt plötzlich eine Anzeige von irgendwo rein, eine Ordnungswidrigkeit oder irgend so Mist. Es ist egal, ob du da draußen irgendeinen bei der Instagram-Scheinwelt alles schön, die Leute siehst, die haben genauso den Scheiß am Dampfen. Und umso größer du bist, umso größer sind die Probleme. Das habe ich auch gelernt. Ne? Und aber es ist geil, wenn du weißt, ja, das ist eine Phase. Wir fahren gerade wieder ein bisschen den Berg runter. Ich sehe das Tal unten, ist ein bisschen blöd, aber hinten, da ist schon wieder der nächste Hügel und den nehmen wir gleich wieder. So, ich lasse ein bisschen ausrollen, ich atme nochmal durch, alles klar, aber ich weiß, da hinten geht's schon wieder hoch. So, ich weiß aber auch, dass wenn ich gerade an so einer hohen Phase bin, auf so einem Gipfel, ich bin auf dem Gipfel, habe den Ausblick, ich genieße ihn, weil ich weiß, es wird auch wieder die Zeit kommen, wo es wieder auf der Schattenseite am Berg ein bisschen runtergeht, bevor der nächste Gipfel kommt. So, ne? Und das ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es alles so eine schwankende Bewegung ist. Ne? Hm. Wenn man das versteht, dann ist einem klar, okay, ich bin gerade im Loch, aber es geht auch wieder raus. So, der zweite Punkt ist, schreib dir eine Liste mit Sachen drauf, die du in deinem Leben erreicht hast. Ja, das kann, keine Ahnung, eine Fitness-Challenge sein, die du mal durchgezogen hast, 30 Tage. Das kann sein, du hast mal einen Vortrag gemacht. Das kann aber auch sein, du hast einem Kumpel von dir aus der Patsche geholfen. Also einfach Sachen, wo du sagst, okay, das war irgendwie cool, da bin ich ein bisschen über mich hinausgewachsen. Das habe ich für mich selbst erreicht. Das kann ein Abschluss sein, das kann Schule sein, irgendwas. So, schreib die Dinge auf. Weil wenn du dich irgendwann scheiße fühlst und schlecht fühlst, denkst, ich krieg nichts hin und keine Ahnung, mein Arbeitgeber sagt, ich krieg das schon wieder nicht geschissen und sowas, dann hast du diese Liste. Und du guckst sie an und denkst so, ey, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft. Das ist vielleicht jetzt schon 2 Monate her, aber ist egal. Ich kann das, ne, um sich selbst zu visualisieren, weil das vergisst man oft. Man vergisst oft, was man schon erreicht hat in seinem Leben teilweise. Und es ist aber auch manchmal eine geile Motivation zu sagen, ey, ich brauche wieder einen Punkt für die Liste, meine Freunde. Da muss mal wieder was Geiles rauf. Vielleicht soll ich mir selbst mal wieder eine Challenge setzen. Und das können ja auch selbstgemachte Challenges sein, wie mit der Sport-Challenge. Du merkst, ey, irgendwie, ich merke so, wenn ich hier den Einkauf meine Treppen hochschleppe, habe ein bisschen Druck auf der Pumpe. Ja, ich mache jetzt mal eine 30-Tage Sport-Challenge, ja, und die schreibe ich mir noch auf die Liste und ich habe ein Ziel, um mich durchzusetzen. So, das sind so diese zwei Punkte, diese Berg- und Talfahrt und diese Liste, um darauf zurückzugucken. Und für mich, wofür ich selbst dankbar bin, wie beschreibe ich das jetzt, ist der Punkt, und den habe ich vielleicht schon mehrfach in meinem Leben erreicht, und das ist jetzt, es ist manchmal schwierig, in Worte zu fassen. Ich bin mal gespannt, ob du selber für dich sagst, ob du das kennst. Und zwar, man lebt immer wieder in gewissen Bubbles. Und diese Bubbles sind geformt durch seinen Alltag, durch Freunde, durch Familie, Gesellschaft, Fernsehen, alles, was deine Sinnesorgane aufnehmen, dadurch formt sich so eine Bubble. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du durch irgendein Ereignis aus dieser Bubble rausprescht und merkst, Alter, es gibt nicht nur die Welt, es gibt ein Universum und es gibt andere Planeten. Es kann sein, dass es für Leute gerade voll zu komplex gesprochen ist. Ich versuche mal ein bisschen spezifischer darauf einzugehen. Ja? Bestes Beispiel, ich bin in meiner Schule, ne? Ich habe meine Schule gemacht, alles klar. So, Familienkreis, alle angestellt, Beamten, Arzt, alles so in die Richtung, ne? Klassische Berufe, so. Was macht der Sohnemann? Sohnemann 17, 18, keine Ahnung. Naja, gucke mal hier, wir machen mal, wie wär's mit der Bankausbildung oder vielleicht was im Kfz-Bereich, große Firma, große Chancen und so weiter. Du bist in dieser Bubble drin, auch als junger Mensch. So. Und in der Schule, was lernst du in der Schule? Ja? Hm. Du musst gute Noten schreiben, du musst studieren, du musst dein Abitur machen und keine Ahnung was. So. Du bist völlig gefangen in so einem Ding. Und dann plötzlich machst du eine Ausbildung, ziehst aus, bist zu Hause und siehst dein YouTube-Video, keine Ahnung. Hörst du das an? Geht's um
Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Erzählst du das erstmal deinen Freunden alle, Hokus Pokus, ja, Geld, Seminare, bla bla bla. Und denkst du, ja, okay. So, und jetzt ist der Punkt, lässt du dich von den Freunden abhalten oder guckst, schnupperst du mal rein? Willst du mal eine eigene Erfahrung sammeln? Weil alles ist doch sonst darauf basiert, der sagt das, deine Mutter sagt das. Ich rede jetzt von meinem jüngeren Ich, die Schule sagt das, so, der Polizist sagt das, der Kontrolleur sagt das. Du funktionierst doch nur wie so eine Maschine. Ja? Und dann kommst du plötzlich in so eine Welt, die sich mit, ich sag mal, nennen wir es mal Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset beschäftigt und du merkst so, holy shit, ich fange an, das System zu verstehen, wie mein Kopf funktioniert. Ich habe in meinem Kopf, in meinem Gehirn ist ein Computer und dieser Computer funktioniert und programmiert sich selbst. Eine Festplatte programmiert sich selbst durch äußerliche Einflüsse, immer wieder Updates und die sind aber geformt durch mein Umfeld. Und jetzt verstehe ich das plötzlich und merke, okay, je nachdem, was ich dort wo wie reinlasse, verändert sich auch das Ganze. Ich weiß nicht, ob das für den Einfachen, der in dieser Bubble drin ist, ob das für den verständlich ist, ja? Aber da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich es geschafft habe. Ich vergleiche das oft mit dieser Matrix. Du bist wie der Film Matrix. Nimmst du die Pille? Und welche Pille nimmst du? Und plötzlich, bam, bist du außerhalb der Bubble und merkst so, ach du Scheiße, was habe ich da für ein Leben gelebt? Es gibt so viel mehr Möglichkeiten. Ich weiß noch, Bankausbildung. Ich hatte vor das Vorstellungsgespräch und mich wurde im Assessment Center, wurde ich gefragt, Herr Meinecke, können Sie sich vorstellen, irgendwann mal selbstständig zu sein? So. Und mein 18-, 19-jähriges Ich sagte, warte mal, Selbstständigkeit, was ist denn das überhaupt? Meine Schule, meine Eltern haben mir das ja gesagt, das ist so ein Chef von so einer Firma, ne? Okay, also mal mindestens so 50 Angestellte. So, die arbeiten alle für mich, ich muss das alles koordinieren. Oder ich bin so von so einem riesen Konzern. Und ich habe gesagt, nein, das könnte ich mir niemals vorstellen. Ich will doch keine Angestellten unter mir haben. Und an dem gleichen Punkt bin ich jetzt immer noch nicht. Ich habe aber irgendwann gelernt, und das hat mir keiner beigebracht in der Schule und auch nicht meine Eltern, dass Selbstständigkeit nicht bedeutet, dass ich ein Chef von 50 Leuten sein muss in einem Betrieb mit Büros und Werkstätten. Das ist Bullshit. Aber das musste ich mir selbst erst beibringen, dass ich auch selbstständiger Einzelunternehmer sein kann, wo ich für mich selbst arbeite, wo ich auch mal mit Leuten zusammenarbeite. Und dafür bin ich sehr dankbar, dieses Zack, ich gehe jetzt raus aus der Bubble und verstehe das erstmal. Und das ist, ich sag, jeder, der das durchgemacht hat, der fühlt sich, das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl. Und dieses Gefühl habe ich 2015 erlebt. Das ist bei mir auch schon 6 Jahre her, ne? Aber das ist immer noch so krass verankert in mir. Und das ist auch der größte Switch in meinem ganzen Leben gewesen, wo ich gemerkt habe, ich fange an, alles zu verstehen, die Systeme zu verstehen. So, ich trinke jetzt mal einen Schluck. Wahnsinn, Fritz, weil die Parallele ist echt enorm, ja. Und das, wir beide sind hier jetzt Zeugen, dass wir uns nicht vorher abgesprochen haben oder so, weil ich habe das jetzt auch in der Bank erlebt und habe mir auch erstmal nicht vorgestellt, mich selbstständig machen zu können oder zu wollen oder was auch immer. Und ich habe auch sogar die Erfahrung jetzt gemacht, dass man sich sehr gut mit Freunden selbstständig machen kann. Und das habe ich jetzt auch seit 2010 und wir haben jetzt 2021 schon. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Und jetzt zu dem Punkt, wo du ja auch gesagt hast, hier Motivation, YouTube-Channel, das darf nicht Geld in erster Linie sein. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass so ein Podcast jetzt nicht als erstes die Motivation Geld sein kann, weil es ist einfach nur Invest, 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 Zeit, Invest absolutes Herzensprojekt. Und der Dialoge ohne Masken-Podcast, der wird jetzt immer mehr gehört, wird immer größer. Und das passiert einfach so, weil der Antrieb, die Motivation dahinter ist, Biografien kennenzulernen, die man so vielleicht nie kennenlernen würde in einem gesetzten Rahmen. Das heißt, innerhalb dieser 8 Fragen mit dieser Konterfrage und Nominierung. Einfach nur, das war so ein Ding so, ach ja, komm, wir gucken mal. Und dann kamen immer mehr Gäste dazu und immer abgefahrenere Gäste. Und ich finde, du gehörst einfach, und das meine ich mit aus absoluter Liebe, bist ein richtig geiler, abgefahrener Gast hier. Ja. Und deswegen, das hat mir auch keiner vorher gesagt, dass das Selbstständigkeit ist. Ist geil. Ich kenne genau diese Bubble und auch diese Bubble zum Platzen zu bringen und dann zu erkennen, ey, das funktioniert. Und wundervoll. Danke für diese Antwort. Und alle, die jetzt gerade überlegen, vielleicht auch mal die Bubble zu zerstechen und dann zu gucken, ey, was gibt's da eigentlich? Vielleicht habt ihr dann auch so ein schönes Erlebnis dazu. Was nicht immer heißt, dass alles nur Friede vor der Eierkuchen ist, ne? Das ist ja auch klar geworden mit dem absolut. Bergabstieg. Da ist so viel Hindernisse passierend auf diesem Weg. Und vielleicht noch an die Zuhörer als Tipp, wenn jetzt Leute merken so, okay, das klingt alles ganz krass, aber was mache ich denn jetzt? Wie bringe ich denn die Bubble zum Platzen? Für mich ganz klar das Thema Bücher und dann auch später Podcasts zu Themen, wo es einfach um
ja, so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und so weiter geht. Und es geht auch nicht darum, das alles zu lesen und einfach Ja und Amen zu sagen, wie in der Schule, sondern es geht darum, Sachen zu lesen und selbst die Gedanken anzuregen. Wie ist das bei mir? Trifft das auf mich zu? Stimme ich dem zu? Ja, macht es Sinn, da was zu verändern, zu reflektieren? Und ich sage es auch ganz ehrlich, die Bücher, ich habe sehr wenig Bücher gelesen in diese Richtung, aber die Bücher, die ich gelesen habe, die habe ich studiert. Ich habe pro Tag habe ich ein Kapitel gelesen, dann habe ich mich hingesetzt mit einem Stift und Block, ich habe es mir nochmal durchgelesen, ich habe Sachen aufgeschrieben, wie ist es bisher, was könnte ich anders machen? Also es bringt halt auch nichts, sei es ein Podcast, sei es ein Seminar, sei es ein Buch in diese Richtung, du hörst dir das an und denkst so, ja okay, krass, ja stimmt, ja hat recht der Typ, okay, ich, ja das und das müsste machen, das und das verändert das, ja, sondern wirklich sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nur ein kleines Beispiel, kennst du vielleicht auch. Es gibt diesen Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit dem du die meiste Zeit verbringst. Mhm. So. Und jetzt gibt's die Möglichkeit, ich lese ein Buch, da steht das als Heading drin, ja, dann hast du nochmal ein Beispiel, zwei Seiten, ein bisschen was erklärt und weißt so, ja, okay, ist gut, alles klar. So. Und dann gehst du ins nächste Kapitel. Ja, Bullshit, das bringt dir nichts. So. Sondern du schlägst das Buch zu und jetzt guckst du mal 10 Minuten gegen die Wand und gehst mal rein. Wer sind denn meine 5 Leute, mit denen ich die meiste Zeit verbringe? Wer ist das? An welchem Stand sind die? Wie sind die drauf? Wie sind die beruflich drauf? Wie sind und will die privat ich dieser Durchschnitt drauf? Sein, ne? Bin ich der Durchschnitt? Bin ich das nicht? Trifft das auf mich zu? Ja? Ist mein Umfeld nur 3? Sind es 8? Also, das meine ich mit diesem Durcharbeiten und das ist so ultra wichtig, weil das habe ich auch oft, in so Momenten erlebt mit anderen Leuten, die sich dann damit befassen, die konsumieren nur, aber die gehen nicht in den aktiven Part, da wirklich was zu verändern oder mal zu verstehen, wie ist es wirklich bei mir. Damit wir jetzt für die Zuschauer auch nochmal einen Mehrwert hier raushauen, damit die halt auch wissen, okay, ich finde es irgendwie spannend und interessant, ich könnte mir das auch vorstellen, an mir zu arbeiten, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, aber das ist der erste Schritt. Welches Buch fandest du besonders inspirierend? Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Ah, cool. Weil, ich glaube, das sind 30 oder 31 Stück, so. Also es gibt zig andere Bücher und es gibt auch Sachen, die sich oft wiederholen und so weiter. Aber ich bin ein Freund von Praxisbeispielen. Also du hast eine klare Aussage wie, ja, die 5 Leute in deiner Umgebung sind der Durchschnitt von dir selbst. Okay, habe ich verstanden. Jetzt will ich aber noch mal ein bisschen Text, ein paar Infos dazu, vielleicht ein bisschen wissenschaftlich, ein bisschen allgemeiner gehalten. Und dann will ich in die Praxis rein, dann will ich in die Praxisbeispiele. So, und die brauche ich. So, es gibt Leute, die sind, ich habe zum Beispiel nicht studiert, ich habe kein Abitur, also ich habe privat studiert, aber ich habe kein Abitur. Ne? Das heißt, ich bin nicht der Typ von diesen hochwissenschaftlichen Sachen. Du liest den Text durch und ich denke mir nur, ich verstehe nichts, ich raff's nicht. Bring doch mal was aus der Praxis. Ich sag's euch ganz ehrlich, und auch dir, ich habe Schule gehasst. So, ich habe Schule gehasst. Es war nur Theorie-Scheiße. So, du laberst ewig rum, bla bla, aufschreiben, mir fällt dir der Finger ab. Aber können wir mal sagen, wo es jetzt wirklich mal was bringt, wo ich das, ja, Karl hat 500 Äpfel, 480, ja, halt's Maul, echt, also, so, es ist so, sorry, da werde ich bisschen anders, aber ich rede einfach offen, was ich denke. Und das feiere ich halt an Büchern, wenn die in die Praxis reingehen. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, nee, für mich kann es wissenschaftlich sein, fand ich okay. Ich fand das Buch von Bodo Schäfer mit Gesetze der Gewinner sehr, sehr cool, weil, ich glaube, wie gesagt, sind 30 Stück. Ja, jeden Tag ein Kapitel, 30 Tage, ein Monat. Jeden Tag kann man eine Stunde hinsetzen, durcharbeiten und dann guck mal, was innerhalb von 30 Tagen passiert. Und weißt du, was auch der Gag ist? Und da kommen wir eigentlich wieder auf diese Durchschnittsgeschichte hin. Es passiert etwas in dir, das garantiere ich dir. Und du wirst versuchen, oder das kommt automatisch, mit Freunden darüber zu reden, weil das ist das, was dich in dem Moment beschäftigt. Mhm. Und dann merkst du plötzlich, es gibt Leute, die das irgendwie spannend finden und die es cool finden und die sagen, ah, okay, ja, erzähl mal. Und dann wird es Leute geben, die wollen das nicht. Die haben da gar keinen Bock drauf. Und die denken so, ja, bla, 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 geht eh nicht, quatsch mich nicht voll, ja, komm in die Gruppe, Porsche Cayman S, die Nummer. Und da merkst du dann aber auch, okay, wer ist denn bereit, mal über seinen Horizont mal zu sagen, okay, ich versuch's einfach mal, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance, mal zu überlegen und zu reden. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, okay, ich habe in meinem Leben mehrfach, also einmal habe ich einen kompletten Switch gemacht, mein komplettes Freundesumfeld mit 18 Jahren quasi einmal Tschüss gesagt. Ich bin 500 Kilometer weit weg von Magdeburg nach Stuttgart gezogen, habe meine Ausbildung bei der Bank angefangen, habe gesagt, okay, fickt euch alle, ich habe da keinen Bock drauf. So, das ist mir einfach hängen geblieben hier. Und das war unbewusst mit 18. Das war wirklich so eine Bauchentscheidung. Und ich habe, seitdem ich mich mit dem ganzen Thema beschäftige, was ich 2015, 2016 auch mit der Selbstständigkeit, ganz klar Leute in mein Leben reingelassen, aber auch Leute ganz auch schnell wieder rausgelassen. So. Nicht im Sinne von, tschüss, ich will mit dir nichts zu tun haben, sondern eher im Sinne von,
gut, ich lasse den Kontakt einschlafen, weil ich merke, das funktioniert nicht. Ja, und da habe ich ein schönes Beispiel. Ich lerne jemanden kennen. Klingt fast wie Date. Ne? War mit dem Auto mäßig unterwegs. So, war geil. Wir hatten drei richtig geile Tage, waren draußen, haben gekocht, Feuer, dies, das. Ich habe Videos gedreht. Er hatte sich, glaube ich, Urlaub genommen oder so. Richtig Bock gemacht. Und wir sind auf dem Weg zurück zum Auto. Und ich, richtig geil, gute Laune, Sonne hat geschienen. Und er sagt zu mir, ey, so eine Scheiße, die Zeit ist wieder vorbei. Jetzt muss ich zurück in den Job und die Tage vergehen immer so schnell und das fuckt mich so ab. Jetzt muss ich wieder nach Hause und ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich bin neben ihm, ich habe ihm das nicht gesagt, so, weil ich da auch keinen Bock drauf hatte in dem Moment. Aber in meinem Kopf war, dachte ich mir so, ey, ich bin gerade überglücklich. Wir hatten drei richtig geile Tage, wir waren zusammen draußen, wir haben geil gekocht. So, wir haben das Gleiche erlebt. Wir haben auch das gleiche Positive gemeinsam erlebt. Er fand es positiv, ich fand es positiv. Aber er ging ganz, ganz anders aus der Situation raus. Ich völlig gehypt, dachte, boah, Hammer, ich will noch weitermachen. Gleich das nächste Abenteuer planen, wie geht's weiter? Und er komplett negativ raus. Und das ist so, ich schaffe es nicht mittlerweile, und das habe ich mir so einprogrammiert bei mir selbst in meinem Kopf, ich schaffe es nicht, mit Leuten zu viel Zeit zu verbringen, die so negativ sind. Es geht nicht, ich kann es nicht. So, ich merke das einfach, da ziehe ich die Reißleine. Und das bedeutet ja auch, dass wenn wir uns mit sowas beschäftigen und uns wirklich damit auseinandersetzen, dass wir auch automatisch unser Umfeld anfangen zu sortieren und dementsprechend auch auszuwählen oder es kommen neue rein. Das ist echt sehr, sehr interessant. Jetzt hast du ja wirklich viel erlebt schon und außergewöhnliche Sachen gesehen. Wenn du morgen aufwachst und hättest auf einmal eine neue Fähigkeit oder Superkraft, welche wäre es? Geil, ich liebe die Frage. Weißt du, warum ich die Frage liebe? Nee. Weil ich es mega feier in einer... Also, ich muss, bevor ich auf die Frage eingehe, muss ich eine kurze kleine Story dazu erzählen. Und zwar, ich bin kein Freund von Smalltalk oberflächlichem Kram. Ich hasse das. So, ja. Klar, du kannst mal, wenn du irgendwo reinkommst, hey, bla, gut hergekommen, so, okay. Aber stell dir vor, du bist, keine Ahnung, im Urlaub, chill ich irgendwie an der Bar mit Kumpels, sonst was, da kommen andere Leute oder du, irgendwo lernst du eine Person kennen und du weißt, okay, man könnte jetzt mal so 2-3 Stunden miteinander verbringen, weil die Situation passt irgendwie cool, wir quatschen ein bisschen. Mhm. So. Und ich hasse es, 2-3 Stunden lang Smalltalk zu machen. Das bringt mir nichts. Ja, klar. So, ja. Und da stelle ich nämlich immer auch diese Frage, um einfach mal in eine andere Schicht reinzugehen. Stell dir vor, du hättest eine Superkraft. Welche würdest du wählen? Und plötzlich merkst du, da kommen Gedanken. Also das hat halt viel mehr Tiefe. So, ich habe noch ein paar so eine andere Fragen, die ich gern stelle, um einfach so ein Deep Talk zu haben, um mal über coolere Sachen zu reden. So, und deswegen weiß ich natürlich auch meine Antwort. Ja? Und zwar ist das die zeitliche und örtliche Teleportation. Ja, ist natürlich bei dir besonders förderlich, ne? Es ist halt krass, ja. Mhm. Weil, also zeitlich und örtlich. Das heißt, du kannst in der Zeit hin und her reisen und am Ort hin und her reisen. Ich meine, wie krank ist das? Ja. Das ist... Ja, vor allem für dein Tun ist es ja megamäßig, ne? Also du kannst halt die ganzen Klamotten alle mitnehmen, kannst von da nach da nach da und hast halt, sparst dir die ganze Reisezeit. Ja, du kannst auch einfach mal was riskieren. Ja. Und dann, wenn es halt schief geht, dann musst du halt kurz vorher, bevor der Bär dann zubeißt, musst du halt schnell wieder zurück teleportieren. So, ja. Genial. Ja, schön. Also wichtig nochmal an der Stelle, du weißt gar nicht, welche Fragen hier gerade auf dich zukommen. So, nee. Und nee. Hören wir ja alle, dass du diese Frage schon auch gerne selber stellst, um eine Tiefe zu erreichen. Ja. Und genau darum geht's in diesem Dialog ohne Masken. Und wahrscheinlich hast du das gespürt, dass dieser Dialog so ist. Und deswegen hast du zugesagt. Ja, doch. Also ich habe mir die Fragen vorher nicht angeguckt. So. Mit Absicht nicht, weil ich mag es nicht, mich auf sowas vorzubereiten. Ich habe ja auch schon so ein paar Fernsehsachen gemacht und dann kommen die vorher, ja, ich würde gerne mit Ihnen einmal die Fragen durchgehen. Und ich denke so, nee, will ich nicht, habe ich gar keinen Bock drauf. So, warum? Also ist doch dann gestellt. So, wir können doch einfach offen und ehrlich reden. Stell dir vor, du sitzt, wieder best Beispiel, Alltag in einer Bar, so, quatscht. Ja, denkst du, da reicht dir jetzt jemand einen Zettel rüber, ich habe hier mal 4 Fragen an dich, du hast 10 Minuten Zeit und dann unterhalten wir uns, da redest du auch drauf los. So, da können wir, ja, dann aber dann wenn das einer halt bei dir macht, dann stehst du doch auf und gehst sofort, oder? Ja, nee, ich, ganz ehrlich, ich glaube, da würde ich sogar sitzen bleiben, weil ich da wissen will, was bei dem los. So, das finde ich schon wieder so spannend und interessant, ich denke, nee, das muss ich mir jetzt geben, ne? Deswegen, also die Antwort auf die Frage mit der Superkraft kam sich jetzt sehr, sehr schnell und hatte jetzt nicht wirklich eine Tiefe, weil ich die halt sofort wusste, aber in dem Moment, wo du die Frage jemandem stellst, der sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, löst du bei dem ein Denken an,
Weil plötzlich, das symbolisiert ja ganz was anderes. Und da gehen wir jetzt wieder gefühlt in die Psychologie-Richtung. Die Frage zeigt ja, stell dir vor, alles ist möglich. Aber du darfst nur eine Sache, könntest du irgendwie machen. Was wäre das? Du nimmst alle Grenzen weg, weil die Leute, das ist dieses Träumen. Ja? Die Leute träumen nicht, weil sie sagen, oh, das geht auch nicht. Nee, ich habe einen Job und ich habe das. Ah, das funktioniert alles nicht. Ja, na klar, ich kann nicht örtlich und zeitlich mich teleportieren. Das wird, Stand jetzt, nicht machbar sein. Aber ist egal, es löst in deinem Kopf aus, weil du sagst, okay, was, würde ich gerne die Gedanken anderer Menschen hören wollen? Ist das gut? Würde ich das anderen abstellen wollen? Würde ich gerne mich unsichtbar machen können? Also, in deinem Kopf fangen Prozesse an und das ist eigentlich das Spannende, wenn du dich noch nicht mit dieser Frage auseinandergesetzt hast oder andere und du dann in ein Gespräch reingehst, ja, oder auch du bist in einer Gruppe und einer sagt jetzt, ja, ich wäre gern unsichtbar, so, ja, aber was macht er daneben? Sagt er, oh, ich werde auch gern unsichtbar oder sagt er was anderes? Dann kommt die Diskussion, ah, das ist besser, also das feiere ich einfach, das mag ich. Total. Vielleicht kennst du die nächste Frage gar nicht. Also wenn du eine Sache in deinem Leben oder in der Vergangenheit generell ändern könntest, also der Vergangenheit der Menschheit, was wäre es? Ach so, das ist einmal auf mich bezogen und einmal auf die Menschheit? Genau. Kannst du dir aufstellen oder du kannst sogar auf beides antworten. Ja, na, wenn, dann machen wir beides. Komm. Yeah. Also auf mich bezogen, ich würde nichts ändern, so wie es ist. Ich habe definitiv auch Scheiße in meinem Leben gebaut. Ich habe Menschen enttäuscht, Menschen haben mich enttäuscht, aber es waren für mich immer die größten Learnings. Es ist einfach so. Und ich wäre nicht der Mensch, der ich bin, ich wäre auch nicht an dem Punkt, an dem ich bin, wenn ich nicht diese Scheiße erlebt hätte oder wenn ich das auch selbst fabriziert habe. Also, ne, ich bin da absolut kein Unschuldsengel. Ich habe Sachen gemacht, die man freundlichen Menschen, guten Menschenfreunden nicht antut. So, ich habe jetzt keine illegalen Sachen, alles gut. So, aber da lernst du halt einfach draus so. Und natürlich ist es scheiße für die Person. So, Karma kam zurück. Ich habe genauso Mist erlebt in allen möglichen Sachen, vielleicht auch schlimmer. Und ich glaube, wenn ich jetzt wirklich so mein Freundeskreis vielleicht fragen würde, die wirklich alles von mir wissen so, und die fragen würde, dann würden die vielleicht sagen, oh ey, die Sache hätte ich aber, die würde ich aber, oh, die hätte ich übersprungen gerne. Und ich denke mir so, das war eine scheiß Zeit, definitiv. Aber die habe ich durchgemacht und die haben mich weiterentwickelt, definitiv. Also von daher, nee, ich würde nichts ändern. Und Enttäuschungen sind ja auch Ende von Täuschung. Also das heißt, du siehst ja dann die Wahrheit. Also das ist ja eigentlich ein super Wort, ne? Weil bei Entdecken, wenn du auf Entdeckungstour gehst, da sagt ja auch keiner, oh, das ist aber negativ, weil dann hast du ja was verdeckt ist, entdeckt, das Ende einer Entdeckung. Und jetzt ist das Ende einer Täuschung und dann ist es halt die Wahrheit. Und die tut vielleicht im ersten Moment weh, aber wird dich herausfordern und entwickeln. Also so ist zumindest meine Idee dazu und deswegen diesen kleinen Hanuta-Spruch an der Stelle. Ja, absolut. Aber genau das zeigt nochmal, um nochmal wieder einen kleinen Bogen zu spannen, zu dieser Bubble-Geschichte. Wenn du in dieser Bubble bist, dann denkst du halt genau wieder dieses, ah, scheiße, Kack und Bar und sonst was. Wenn du das aber verstehst, wenn du genau das verstanden hast, was du gerade gesagt hast, dann merkst du so, ja, das war jetzt scheiße, aber es ist halt irgendwie doch ein positives Ding und ich habe was draus gelernt. Und plötzlich ist es ist das Gleiche, aber du nimmst es anders wahr und anders auf und verarbeitest es anders. So, und das hast du ja gerade super zusammengefasst. Boah, und jetzt das Ding mit der Menschheit. Ja, okay, komm, wenn du was in der Menschheitsgeschichte ändern könntest, was würdest du ändern? Ich habe die Frage übrigens relativ am Anfang der Dialoge ohne Maskenreihe von einem als Konterfrage gestellt bekommen. Und ich hatte diese Frage gar nicht mit aufgefasst. Und dann fand ich die irgendwie so interessant, dass ich mir ist dann auch was eingefallen. Und dann habe ich gesagt, die nehme ich mit auf, weil ich finde die interessant. Der Punkt ist, ich glaube, als erstes kommt einem so in den Kopf, das wähle ich jetzt nicht, aber das, glaube ich, kommt bei den meisten im Kopf so was wie, ich hätte irgendeinen Weltkrieg verhindert oder irgendwie so ein Ding. Ja? Mhm. Ich glaube aber, dass das nicht die Lösung wäre. Ich glaube, eine Lösung wäre eher eine Charaktereigenschaft der Menschen generell zu verändern oder anders zu haben. Ja, hau raus. Was wird's ändern? Ich glaube, sowas wie offener und bewusster und manchmal mehr nachdenkend über bestimmte Sachen zu sein. Und zwar, um dann gerade nicht immer in diese Scheuklappen-Bubble-Geschichte zu verfallen. Es ist jetzt sehr breit gesprochen, klar, aber also ganz oft
sieht man irgendwo irgendwelche Probleme auf der ganzen Welt in allen möglichen Bereichen. Und wenn man das dann mal wirklich aufdröselt, mal ganz sachlich sich hinsetzt und dann stellt man sich und denkt so, hä? Das ergibt doch keinen Sinn. Warum denn? Wie denn? Auf jeden Fall. Und dann kommt manchmal sowas, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist bei uns Tradition. Ja, das kann ja sein, aber, und das meine ich, dieses Bewusstsein, etwas offener, neuen Sachen gegenüber zu sein, mehr drüber nachzudenken. Und da nehme ich mich nicht außen vor, definitiv nicht. Ich bin da genauso in dieser Bubble drin gewesen oder auch immer, oder erwische mich immer wieder mit, wo ich denke so, das passt schon alles. Es ist ja auch gemütlich. So, ja, da sind wir wieder bei dem Thema mit der Komfortzone verlassen. Es ist ja gemütlich, einfach Ja und Amen zu sagen und sein Ding drin zu bleiben und es passt schon alles, okay. So, ist gemütlich, ja. Ja, es ist ja sehr, sehr breit gesprochen, aber ich glaube, nochmal bildlich gesagt, die Scheuklappen öfter mal aufzumachen und dem eine Chance zu geben, einfach mal anzuhören und drüber nachzudenken. Es geht nicht darum, dass zu allem Ja und Amen zu sagen, sondern ein bisschen weltoffener zu sein. Vielleicht trifft es das vom Wort her besser. Ja, cool, danke schön. Fritz, was ist das Wertvollste, das du gelernt hast in deinem Leben? Das ist geil. Das ist so, es ist eine Riesenfrage. Wir sind ja auch schon so in so Themen reingegangen. Ich glaube, ich sage einfach mal ein Wort und gesunder Egoismus. Wahrscheinlich ein Wort, oder? Gesunder Egoismus, ein Wort. Wir schreiben es einfach mal zusammen. So, nee, und zwar wollte ich eigentlich Egoismus sagen. Egoismus aber negativ behaftet, deswegen wollte ich mit Absicht das Zweite reinbringen. Gesunder Egoismus. Und was meine ich damit? Damit meine ich in sowas wie Selbstbewusstsein, gutes Selbstbewusstsein, Vertrauen in sich selbst, aber keine Arroganz. Ja? Nicht herablassend anderen gegenüber zu sein, aber zu wissen, was ich mir selbst wert bin. Also ich glaube, dieses ganze gesunder Egoismus, damit meine ich alles, was mich selbst betrifft, im Reinen mit mir selbst zu sein, mich selbstkritisch zu hinterfragen, so ein bisschen so ein Zwilling zu sein, manchmal einfach seine Hülle zu verlassen und mal so wie so ein Geist um sich rumzuschweben und zu sagen, ich gucke jetzt mal auf mich selbst von außen, was mache ich denn hier eigentlich, wie verhalte ich mich eigentlich, aber auch zu sagen, ey, warum fühle ich mich gerade so scheiße? Guck mal, was ist das für ein geiler Typ, der da eigentlich steht? Was der alles reißt? So, ja. Das ist natürlich sehr, hat sehr, sehr viel Facetten, dieser gesunde Egoismus. Aber ich glaube, ich habe gerade so ein paar davon angeschnitten. Ja, würde ich gerade gerne mit mir überhaupt selber Zeit verbringen. Also wenn ich jetzt, oder mit mir selber befreundet sein wollen, wie ich gerade bin. Ja, das ist echt, ja, interessant. Bist du bereit für die nächste Frage? Weil die wird hoffentlich relativ tief gehen für dich. Ja, klar. Deine schwerste Zeit, was war dein schwerster Moment im Leben oder deine schwerste Phase und wie hast du die für dich gerockt? Ja. Ich tendiere gerade, bin gerade kurz zu irgendwelche Phase ich nehme, aber ja, das war die Trennung von meiner damals, es war nicht die erste Freundin, es war eigentlich so die zweite, zweieinhalbste, aber so die erste richtig große, wo man auch mal zusammen gewohnt hat, wo man Phasen durchgemacht hat, die auch, ging glaube ich 4,5 Jahre dann insgesamt oder so und dort wurde ich verlassen. Ist auch, also schon lange her, so keine Ahnung, wie alt war ich da? Das war irgendwie so von 21 bis 25 oder so. Ja, so ganz grob. Und da war ich natürlich ein viel, viel jüngeres Ich. Da war ich auch noch komplett über die ganze Beziehung und danach auch in der Bubble drin. Ich bin erst nach der Beziehung quasi in dieses ganze Thema Selbstständigkeit und Mindset und bla. Danach habe ich erst damit angefangen. So, und warum war es der schwerste oder warum wähle ich den aus? Weil es der bisher einzig und erste Moment in meinem Leben war, wo ich, das klingt jetzt so krass, aber keine Ahnung, Selbstmordgedanken hatte. So, nicht im Sinne, ich gehe jetzt los und werf mich vor den Zug, das mache ich jetzt, so nicht, sondern einfach, da kommen Gedanken in meinem Kopf, die ich noch nie kannte. So, macht es Sinn, meinem Leben ein Ende zu meinem Leben ein Ende zu bereiten, damit dieses Gefühl, dieser Schmerz, den ich in mir trage, dass der aufhört.
So, das waren Momente, die ich von mir nicht kannte. Das lag natürlich auch an den Fakten, ich wurde verlassen, nicht ich bin derjenige, der verlässt. So, das war eine Geschichte, wo ich mich persönlich nicht drauf vorbereiten konnte, weil ich keine Anzeichen dafür gesehen habe. Das kam für mich doch ziemlich aus dem Nichts. Also klar, die ganze Beziehung war immer ein Auf und Ab und immer mal wieder. Man hatte auch mal, oder wir hatten einmal auch eine Phase, wo man getrennt war und dann hat man auch wieder zusammen gewohnt. Es war schon Auf und Ab. Ne? Aber zu dem wirklichen Zeitpunkt der Trennung habe ich nicht damit gerechnet. So. Welches Gefühl, welcher Schmerz war so das, wo du schwierig mit umgehen konntest und was dann diese Gedanken auch provoziert hatte? Wirklich ein Gefühl, dass das Leben um einen komplett zusammenbricht. Bildlich gesprochen, du stehst vorm Spiegel, wo du vielleicht dich mit deinem Partner siehst und der zerbricht und du stehst dann in einem schwarzen Loch, wo du nach oben guckst und die Wände hoch sind und du oben nur noch so ein Stück Himmel siehst, der bewölkt ist, wo ein Rabe drüber fliegt, so. Einfach mal ein paar Bilder jetzt so sprechen lassen. Sehr, sehr ein leerer, gefühlter leerer Blick, so. Nichts hat mehr Wert, nichts hat mehr irgendwie Substanz in deinem Leben, nichts löst mehr etwas Positives aus. Du liegst eigentlich nur in Embryonalstellung kauernd in einem schwarzen Loch. Und du, ja. Also jetzt ist meine Frage daraus resultiert, dass es so ein bisschen wie das Buch der Gewinner oder wie Gesetze der Gewinner, wäre jetzt die Frage, was ist deine Erkenntnis daraus gewesen, wenn du weißt, dass du so darauf reagiert hast? Was ist die, also der Punkt ist auf jeden Fall, dass ich das halt kennengelernt habe, diese Enttäuschung, diesen Schmerz, diesen Zustand und dadurch halt bis Stand jetzt nicht nochmal vorgekommen ist. Ich hatte dort auch, es gab danach später auch Beziehungen, die zu Ende gegangen sind. Es gab auch Kennenlernenphasen, die zu Ende gegangen sind. Freunde, die das Leben verlassen haben, sowas alles. Aber trotzdem bin ich nie wieder so tief gefallen. Hm. Nie, nicht mal ansatzweise. Null. Hm. Weil mein Kopf halt auch in eine ganz, ganz andere Richtung programmiert ist. Und ich dann halt auch immer war so, ja, okay, klar, die Tür ist jetzt zu. Naja, dann gucken wir mal, welche wir als nächstes aufmachen. So, also, klingt jetzt doof, aber ja, da war irgendwie, weiß ich nicht, natürlich hat man da auch in gewissen Situationen dann irgendwie mal eine schlechte Phase und das geht einem dreckig oder wie auch immer. So ist jetzt auch nicht direkt immer auf Beziehungen bezogen, sondern auf andere Sachen, wo man Enttäuschung erlebt. Mhm. Das kann auch sein, wie ich gucke mir eine Wohnung an, die ich nicht kriege oder so. Ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einer vierjährigen Beziehung. Aber generell war ich seitdem halt nie wieder in so einem tiefen Loch. Und ein passendes Beispiel, es geht jetzt noch mal in eine ganz andere Richtung, aber auch das ganze Thema Tod, ja, das Ende eines Lebens. Ich weiß, dass ich in meiner Jugend und sowas hatte ich da immer sehr große Angst vor. Der Tod war immer sowas, also auch vor meinem eigenen, so dass immer, weiß ich nicht warum, nicht vor dem Schmerz, sondern irgendwie vor dem, ich bin nicht mehr da, so. Mhm. Und ich habe ganz, oder seitdem ich aber irgendwie diese Selbstständigkeit, dieses ich kann machen, was ich will, Ding, Freiheitsding habe, habe ich auch ganz oft, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, wenn es jetzt vorbei ist, ist doof, aber es war geil. Es war einfach nur geil und ich bin glücklich und es ist völlig okay. Mhm. So, das ist eine hart, also klar, das Thema Tod ist ein krasses Thema und ein hartes Thema, aber das habe ich halt bei mir selbst irgendwie gemerkt. Und ich habe manchmal, habe ich auch so völlig behinderte Sachen in meinem Kopf, die passieren, sorry für das Wort behindert. Ich bin irgendwie auf einer übelsten Tour, bam, 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 bin richtig euphorisch, hab das alles im Kasten, bin auf dem Rückweg, vielleicht im Flieger, vielleicht im Auto und denk mir so, jetzt wäre ein schöner Moment zu sterben. Aber, und dann kommt so ein kleiner Typ, der an meiner Schädeldecke klopft und sagt so, ey, aber vorher das Video noch schneiden und hochladen, die Leute sollen schon noch die geile Tour sehen. Ja, weil das muss wenigstens noch rauskommen. Dann kommt so ein Gedanke, wo ich sage, ja, okay, aber wenigstens findet dann jemand irgendwie noch das Videomaterial, schneidet das Video fertig, damit die Leute so meine letzten Emotionen sehen, die ich bei dieser Tour erlebt habe. So, das passiert einfach in meinem Kopf so. Ja, und das sind gerade auch Sachen, über die ich glaube, ich habe noch nie irgendwo gesprochen so tief. Aber ich hau's einfach raus, weil, ja,
Ich habe damit ich uns alle mich vielleicht auch ein Stück weit beschäftigt, ne? Und ja, darüber klar. Wird dann auch seltenst geredet, in welchem Kontext auch, ne? Genau, die Leute reden nicht. Ich habe kein Problem damit, darüber zu reden. Aber wann ergibt sich denn die Situation dafür? Ich fange ja nicht einfach mitten in einem Bushcraft-Video an zu sagen, ah Leute, übrigens, Thema Tod. Ist ja Quatsch, so weißt du. Aber wir sind halt gerade in so einem sehr tiefen Gespräch drin, wo ich sage, klar, warum nicht mal so ein Ding raushauen, was wirklich ganz, ganz tief manchmal im Kopf passiert ist, ja. Wie bist du damals aus diesem Loch dann rausgekommen? Das ist jetzt so die Frage, die wahrscheinlich jetzt auch in vielen Köpfen kursiert. So, hey, wie hat das denn jetzt geschafft? Ja. Also der war jetzt da so am Ende mit diesen Gedanken und alles ist um ihn herum zusammengebrochen. Also das Außen hat ja relativ viel bei dir bestimmt und jetzt auf einmal ist er da, wo er jetzt ist. Warte mal, da fehlt mir der Sprung jetzt. Wie geht das jetzt? Der Sprung ist tatsächlich ganz interessant. Das ist auch wieder eine Kopfsache. Und zwar gibt es, oder bei der Bundeswehr gab es den Spruch, Motivation durch Demotivation. So, und ich bin quasi ein Typ, ich reagiere da komplett drauf. Das heißt, wenn jemand zu mir sagt, ach, schaffst du eh nicht, so, ja, das wird nichts, guck dich doch mal an und keine Ahnung was, dann da kommt eine Energie in mir, wo ich denke, Junge, dir zeige ich es aber richtig, mein Freund. Ja, was glaubst du, was du über mein Leben zu bestimmen hast? So, weißt du? So ein Ding ist das. Und viele Leute, wenn die von jemandem runtergemacht werden, dann ist so, ah, ich bin nichts wert und vielleicht hat er ja auch recht und meine Kollegen und sonst was. So, und bei mir ist das so, bei mir entfacht das was. Wenn jemand mich quasi niedermacht, wenn ich jetzt einen Hate-Kommentar habe, interessiert mich das nicht, ne? Und jetzt auf die Beziehung bezogen, weil da wollen wir hin. Aha. Ich habe mir gesagt, und das ist so ein Switch im Kopf gewesen, ich so, okay, du hast mich verlassen, kein Problem, ist deine Entscheidung. Ne, an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen, ist vielleicht auch berechtigt gewesen bei dem, was alles so passiert ist. Ne? Also ich will da jetzt keineswegs meine Ex-Freunde da irgendwie angreifen, überhaupt nicht. Mhm. Aber für mich, um das zu verarbeiten, habe ich mir gesagt, okay, ich will jetzt zu einem Menschen werden, für mich selbst, aber auch ein Stück weit, um es dieser anderen Person zu zeigen, der einfach krasser ist, der erfolgreicher ist, der sportlicher ist, der vielleicht die eine oder andere Lady mehr abschleppt, so weißt du? Mhm. Und das habe ich mir so, ich habe für mich innerlich, das ist jetzt vielleicht ein sehr, sehr primitives und einfaches Beispiel, aber so habe ich in dem Moment getickt. Ich habe ein Bild vor mir gesehen, wie ich schön durch die Straßen schlender, links und rechts vielleicht eine nette Dame im Arm, ja, die Hosentaschen prall gefüllt, so, es ist sehr, sehr oberflächlich gesprochen, ne, dieses Beispiel, klar, aber um das ein bisschen zu verinnerlichen, ich wollte einfach generell sagen, okay, ich nutze das Ganze, um jetzt einfach ein badass Motherfucker zu werden, um es mal wieder ein bisschen dreist zu umschreiben, für mich selbst, um mich besser zu fühlen und vielleicht auch um ein Stück weit, um der anderen Person zu zeigen, obwohl das Quatsch ist natürlich im Nachhinein, das ist Bullshit, jemandem anders irgendwas beweisen zu wollen, aber das war mein Mindset damals, zu sagen, okay, dann guck mal, ob das die richtige Entscheidung war, mich zu verlassen. Es hat dir ja auch nur mal da rausgeholfen und ein Stück weit ist es jetzt immer das Gleiche ja auch bei dir. Sobald ein Gehege kommt, gehst du raus. Also wenn ich jetzt sage, schaffst du eh nicht, ist das Gehege des, du schaffst es nicht. Dann sagst du, ja, pass auf, ich zeig dir das jetzt gleich mal, dass ich das schaffe. Junge, du baust mir jetzt nicht hier so ein Gehege auf. Eigentlich ist das ja echt interessant, dass diese Demotivation oder wir können auch Gehege dazu sagen, sobald das kommt, brichst du das durch. Ich sag's dir, es kippt ein Schalter in meinem Kopf um, der setzt Gas frei und dann kommt die Zündung und dann fackelt das aber richtig. Also wirklich, das ist so ein Punkt, was nicht so, das ist kein schleichender Prozess. Das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sehr schnell emotional reagiere. Wenn ich das so merke, ist so, bam, okay, alles klar. Fritz, du bist doch jetzt mehreren Menschen schon begegnet, ne? Ja. Würdest du sagen, dass wir alle irgendwo diesen Hebel oder diesen Zünder haben? Ich kenne ganz wenige. Ich kenne ganz, ganz wenige, bei denen das so ist. Und das ist auch, da muss ich teilweise auch immer mal selbst an mir arbeiten, weil bestes Beispiel ist, ich sag mal, im Kraftsporttraining, im Kampfsporttraining oder bei der Bundeswehr. Klassiker, du hast einen Trainer, der schreit dich an. Ich liebe das. Ich sag's dir, ich liebe das. Der muss mich anschreien. Der darf mir auch mal eine Faust von der Seite geben. Das pusht mich. So, dann denke ich, okay, alles klar. Schrei mich an. So, ja. Mhm. Und es gibt aber, und ich glaube, das ist nicht eine Sache, die man lernen muss oder nicht, das ist einfach, da sind Menschen unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind da deutlich sensibler und die kommen damit überhaupt nicht klar. Mhm. Die macht das, für die ist das richtig kontraproduktiv. Und für die ist es auch negativ, dann so behandelt zu werden und so
zu wachsen. Ja? Das heißt, wenn ich da zum Beispiel jetzt, und da muss ich selber durch, auch im Freundeskreis, wenn ich einen Kumpel quasi habe, wo ich merke, okay, bei dem passt das nicht so, und ich sage jetzt, Junge, jetzt reiß dich zusammen, bam, 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 jetzt komm, sei keine Muschi, wo sind deine Eier, so, weißt du, so richtig derb gesprochen, und ich, dann habe ich halt auch mal gemerkt, so, okay, das ist genau das Gegenteil, was bei ihm passiert, das schüchtert ihn ein, das funktioniert nicht, so, und das muss man halt lernen, dass es gibt da kein richtig und kein falsch, sondern du musst immer auf deinen Gegenüber eingehen und gucken, was ist das für ein Mensch, wie reagiert er? Ja? Ist es eher ein emotionaler Mensch, ein sensibler Mensch, oder ist es jemand, der halt auch mal, ja, der auch mal angeschrien werden muss? So. Ich finde es geil, wenn du, keine Ahnung, in der Gruppe bei der Bundeswehr gejoggt bist und dann hast du da einen nebeneinander und dann wird da irgendwie hin und la, 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 la. So, weißt du, das ist so die Energie, die dann durchzündet bei mir. Ja? Oder wo auch mal geschrien wird. Ich finde es geil irgendwie. Wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Wir sind übrigens bei der 6. Frage, also nur zu deiner Information. Wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Oh, das ist eine sehr, sehr tiefe Frage, weil ein Fritz Meinecke weint ja nicht, der zeigt ja auch keine Emotionen in die weichliche Richtung normalerweise in der außenscheinenden Welt. Nein, Indiana Jones, es gibt keine Hindernisse. Männer weinen nicht. Nein, pass auf. Ich nehme nicht das Thema, also die Frage ist, wie definiert man Weinen? Definiert man Weinen, mir rollt eine Träne runter, so würde ich es mal nicht definieren, sondern ich würde einfach mal definieren, ein Kloß im Hals, ein ganz drückendes Gefühl auf der Brust und na, die Augen werden schon befeuchtet, nennen wir es mal so. Mhm. Ja. Und diese Situation habe ich tatsächlich recht frisch erlebt. Und natürlich geht das jetzt auch schon ein bisschen tief rein. Da muss ich auch ein bisschen für ausholen. Und zwar hatte ich vor 1,5 Wochen den guten Robert Mark Lehmann bei mir im Stream zu Besuch. Ganz kurz dazu gesagt, er ist Forschungstaucher und Meeresbiologe, Umweltschützer, Tierschützer und so weiter, reist um die ganze Welt, macht verschiedenste Aufklärungsfilme und so weiter. So, den habe ich vor 1,5 Wochen kennengelernt und habe, so wie wir das zum Beispiel jetzt ja auch machen, mich nicht vorher mit ihm beschäftigt. Ich habe ganz grob ein bisschen was gesehen, ich habe mir Videos angeguckt auf YouTube, wie er beim KSK war, bei der Bundeswehr, Kommando Spezialkräfte, bei so einer Eliteeinheit. Und er hatte mich irgendwann einfach dann bei Instagram angeschrieben, kontaktiert und meinte so, ey, hier Fritz, du hattest so viele Fragen in deinen Videos zum Thema KSK, ich kann dir die alle beantworten. Hast du Bock drauf? Ich so, Robert, klar, komm vorbei, machen wir einen Stream, kriegen die Leute auch Antworten. Okay, alles klar. Wir haben einen Termin gemacht und ich habe mit Absicht keine Biografie gelesen. Ich habe kein Wikipedia gelesen. Ich habe nur bei Instagram mal ganz kurz durchgestöbert und dachte so, ich guck mir das an. Ich habe Bock, ich erlebe das Ganze live mit den Leuten zusammen. Und ich habe erst dort on camera erlebt, wer er eigentlich ist und dass er quasi Forschungstaucher ist, dass er Meeresbiologe ist, Umweltschützer, Tierschützer, diese ganze Sache, das wusste ich vorher alles nicht. So. Und wir haben uns 8 Stunden lang einen gewissen Teil auch über die Bundeswehr, KSK unterhalten, aber wir haben uns 5 Stunden, die ersten 5 Stunden oder 4, 5 Stunden, haben wir uns über Tierschutz, über Umweltschutz und diesen ganzen Kram unterhalten. Und da ist für mich halt auch nochmal so eine Bubble geplatzt. Und seitdem, seit 1,5 Wochen, beschäftige ich mich intensiv mit diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit, Tierschutz, was passiert wo. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich die letzten Jahre, was das angeht, in einer kompletten Komfortbubble gelebt habe. Ich mache halt meinen Kram, es ist alles gut. Was interessiert mich schon, was da draußen passiert? Was interessiert mich, was auf den Weltmeeren passiert? Juckt mich doch alles nicht. Natürlich bin ich schon sehr naturbewusst so und ich trinke irgendwie mein Leitungswasser und versuche ein bisschen auf Müll zu achten und so Kram. Mach schon ein bisschen was in die Richtung, aber halt einfach so ein bisschen aus Überzeugung. Und als ich mir dann angefangen habe, Podcasts dazu anzuhören zum Thema Zoos, zu verschiedensten Sachen und mal von jemandem zu erfahren, der das alles selbst durcherlebt hat, der selbst auch damals Tiere für Zoos eingefangen hat, für Aquarien gefangen hat, was wie wo im Hintergrund passiert. Da hatte ich auf der Autofahrt und bei der einen oder anderen Doku, die ich mir natürlich alleine angeguckt habe, ein ganz krasses, bedrückendes Gefühl in mir, auf der Brust, in meinen Augen und in meinem Hals, was ich seit langem, langem nicht mehr so verspürt habe. Weil ich einfach gemerkt habe, ich so, was geht hier eigentlich ab? Was ist hier eigentlich los? Und wie kann ich eigentlich hier sitzen und entspannt da sein und hier mal ein bisschen meine Tour machen und ein bisschen Computer spielen und meine Stream, haha, kicher, kicher. Ich muss doch was machen. So. Und deswegen habe ich halt angefangen, für mich persönlich auf privater Ebene im Kleinen
anzufangen, mich damit zu beschäftigen. Ja, das ist war wie damals 2016 mit dem Thema Selbstständigkeit, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin in so einer Bubble, ich muss hier raus und bin halt gerade dabei, mit Podcasts anzuhören. Ich habe mir Bücher bestellt, ich habe mit Leuten drüber gesprochen, ich habe mit Robert viel gesprochen, wir werden auch einige Projekte zusammen machen, um das alles erstmal zu verstehen, weil das ist so ein riesen komplexes Thema. Und ich will jetzt gar nicht das ganze Thema aufmachen, aber ich will noch ein Beispiel dazu bringen, damit es vielleicht auch für Leute verständlich wird, weil ich bin normalerweise, ich gehe durchs Einkaufszentrum und dann steht da ein WWF-Stand und dann sind da irgendwelche Studenten, die mit dem Flyer wedeln und ich denke mir, geh mir nicht auf den Sack, nerv mich nicht. So, ah, hier spende Koala, Orang-Utan, Regenwald brennt. Das kennen wahrscheinlich viele. Das Gefühl. Kennen alle. So, und ich sag dir, es juckt oder hat mich nicht gejuckt, null. So, weil es so weit weg ist, weil es hat ja auch keine Konsequenz oder keine Auswirkung auf mich. So, ich esse hier irgendwas mit Palmöl, ich trinke hier was aus der Plastikflasche. Hat es eine Auswirkung auf mein Leben? Nein. Kein spürbares. So, weil es viel zu weit weg ist. So, und durch das 5-Stunden-Gespräch mit Robert zusammen, der selbst vor Ort war, der selbst Tiere rausgeholt hat, ja, der selbst Sachen verhindert hat, der Wilderer mit Ex-Navy Seals gejagt hat da draußen in dieser Welt, mit Bildern, die ich gesehen habe und Menschen, die quasi an vorderster Front dafür kämpfen. Krass, Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. So, ist ein riesenkomplexes Thema, ist ein Thema, was Jahre füllen würde, aber hat in mir auf jeden Fall was bewegt und ja, weiß ich nicht. Also ich bin gerade zum Beispiel auch mit dem Thema mit Ernährung mich zu beschäftigen. Ich war gestern einkaufen. Ich habe so gut es ging alles unverpackt gekauft. Ich habe mir auch kein Fleisch geholt, sondern ein Ersatzprodukt und sowas. Mir geht's nicht darum, hier ein Ultra jetzt plötzlich einen auf Öko, Veganer, Vegetarier zu machen. Weil das ist auch dieses einfache Schubladendenken. Ja, woran erkennst du den Veganer? Er erzählt dir das so, bla bla bla. Ja, du, und das ist auch dieses Weltoffenheit, was ich vorhin meinte. Du lässt es gar nicht zu. Auch ich habe es oft oder lass es oft nicht zu, mal über den Tellerrand zu gucken. Aber und es braucht gewisse Auslöser. Und der Auslöser kam bei mir vor anderthalb Wochen. Und jetzt war schon wieder völlig geschweift. Aber das hat wirklich in mir das bewirkt. Und das war krass. Also ich finde, das ist eine super interessante Antwort auf die Frage, mit der ich gar nicht so gerechnet hätte. Aber genau das ist es. Ich kann dir sagen, für mich gibt es diverse Gründe, warum ich keine Milch mehr trinke. Das war vor ganz, ganz vielen Jahren, hat einer gesagt, wir sind das einzige Säugetier, das quasi Milch von einem anderen Säugetier trinkt. So. Und da habe ich schon gedacht, das stimmt eigentlich. Das ist irgendwie schon total komisch. Und dann habe ich nicht gewusst, dass eigentlich, damit die Kuh so viel Milch produzieren kann, das junge Kalb getrennt wird von der Mutter. Ja. Und das schreit total krass dabei. Klar gibt es Bauernhöfe, wo dann das Kalb trotzdem bei der Mama bleibt und so, aber in den meisten Fällen eher andersrum. So, und da habe ich gedacht, was tun wir da? Und das fand ich so, also für mich persönlich, vielleicht hören jetzt manche das und sagen sich so, ja, ist mir egal, aber für mich war es ein No-Go. Und dann habe ich gesagt, ich trinke jetzt auch keine Milch mehr. Und ich trinke aber seitdem keinen einzigen Schluck mehr Milch, auch keine Milchprodukte, kaum Milchprodukte. Mhm. Ja, klar, es ist einfach, es macht ein anderes Wissen, erfordert immer natürlich auch eine gewisse Reflexion, wenn man das dann bekommt und das kann dann was produzieren und in dem Fall kann es auch Tränen oder ein Kloß im Hals produzieren, wie in deinem Fall. Jetzt weiß ich nicht, du wohnst wahrscheinlich ja auch irgendwie, ne? Nein. Also, ne, du wohnst jetzt nicht im Wald, sondern du wohnst. Nein, denken manchmal viele, dass ich im Wald lebe. Ja, ja, genau. Also, ne, du hast ja auch gesagt, du hast mal ein halbes Jahr im Auto gelebt. Ja, genau. Aber nehmen wir jetzt mal an, du hast jetzt, also du hast jetzt Wohnung, Haus, also wo auch immer du jetzt gerade lebst, rein hypothetisch, es fängt Feuer, es brennt bei dir und alle Lebewesen sind gerettet. Heißt, die Liebsten, die gerade sich dort drin befinden, Menschen, Pflanzen, Haustiere, Hausspiele, alles ist gerettet und du kannst auf dem Fluchtweg einen Gegenstand mitnehmen. Welchen würdest du mitnehmen? Beim Thema Feuer muss ich erstmal meinen Pullover kurz ausziehen, warte mal. Ja, das ist immer so, wenn ich mich in so Rage rede, auch bei den Streams, mir wird heiß und ich trinke immer, die zweite Flasche ist gleich leer. Auch krasse Frage wieder, schöne Deep Talk-Frage. Also Klassiker. Oder andersrum, man muss dazu noch eine Sache sagen. Also ich wohne in einer Wohnung, ich habe mir eine Eigentumswohnung geholt und so weiter. Ich habe mich, und das war auch damals im Zuge der ganzen Autolebe-Geschichte, ist aber ein riesen anderes Komplexthema, mit dem Thema Minimalismus beschäftigt. Mhm. So, und ich
lebe doch sehr, sehr minimalistisch. Ja, meine Wohnung wird jetzt hier gerade auch noch ein bisschen eingerichtet, ich habe ein bisschen Kram. Ich habe sehr, sehr viel Outdoor-Ausrüstung, die brauche ich für die ganze diversen verschiedenen Abenteuer. Aber ich sag's dir, das, was ich alleine, abgesehen von dem Outdoor-Kram, besitze, ist lächerlich. So. Ja, und deswegen konnte ich halt auch mein Auto easy ziehen. Ich habe irgendwann angefangen, mich mit dem Thema Minimalismus zu beschäftigen, was ein ultra spannendes Thema ist. Ich fand's saugeil. Ja, aber ich glaube, das Thema machen wir nicht auf. Da, wenn euch das interessiert, guckt euch, keine Ahnung, gibt's irgendwo einen, gibt's bestimmt auch Podcast-Bücher, whatever. Genau. Und dadurch ist halt Material oder Sachen sind mir kaum was wert. So. Mhm. Ich hänge sehr, sehr wenig an irgendwelchen Sachen, weil das für mich alles erstens, ja, was jetzt reproduzierbar ist, aber ne, wenn ich jetzt irgendwie ein Buch habe, dann das Buch kann man auch nochmal kaufen. So, also es ist jetzt nichts weg. So, das heißt, es müsste ja quasi irgendwas sein, was nicht wiederherstellbar ist. Mhm. So, und mir fallen zwei Sachen ein. Klassiker ist Fotos, Fotoalben. So, ich habe so eine kleine Box mit Fotos drin. Die würde ich entweder, also klar, ich kann nur eine Sache, das fällt mir gerade ein erstmal. Mhm. Und die zweite Sache wären Festplatten. Weil auf den Festplatten quasi ja auch die Sachen drin sind, die ich nicht wiederherstellen kann. Mhm. Das Ding ist aber, dass ich selbst irgendwann angefangen habe, meine Festplatten zu minimalisieren und da gefühlt das drauf ist, was auch online ist. Also mein kompletter YouTube-Kanal, die ganzen Videos, die Bilder von Instagram. So. Deswegen. Wofür entscheidest du dich? Ich entscheide mich für das komplett anderes und zwar für mein Handy. Weil, jetzt kommt das weil auf meinem Handy Bilder drauf sind, die ich auf meinem Rechner normalerweise nicht drauf habe oder nicht so viel. Mhm. Und das, nur deswegen würde ich es machen. Wegen den Bildern auf dem Handy. Weil alles andere ist für mich, ist ersetzbar. Irgendwelche scheiß Unterlagen, wenn die abfackeln, ist mir egal. Ja, ja, und dann sind meine Zeugnisse alles verbrannt. Dann ist eine Geburtsurkunde verbrannt. Und dann passiert es halt. So. Das Einzige, was du ja so, ist dieses Thema der Erinnerungen. Und auf dem Handy sind halt viele noch private Sachen drauf. Auf den Festplatten sind die ganzen geschäftlichen Sachen drauf. Ja, so. Also Handy wegen den Fotos und der Erinnerung. Weil alles andere ist für mich, das ist, ja, scheiß drauf. So, jetzt letzte Frage, bevor du mir die Konterfrage stellen kannst und eine Person nominieren darfst. Noch ein Jahr. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst. Oh nein, stell mir die Frage nicht. Würdest du irgendetwas an deiner Lebensweise ändern, wenn ja, ja. Was? Ich weiß nicht, ob ich hier meine ehrliche Antwort sagen kann. Weil vielleicht würde die ehrliche Antwort auch die Legalitätsgrenzen dieser Welt sprengen. Ja, vielleicht würde man eine gewisse Blacklist abarbeiten oder erst eine Blacklist erstellen und diese dann abarbeiten. So, das sagt ein Teil in mir. Aber das lassen wir vielleicht auch einfach mal so stehen. Da kann sich jeder dann selber zu was denken. Jetzt denken sich manche, frag nach, was würde draufstehen? Aber wir lassen es. Also ich sag's dir ganz ehrlich, aktuell jetzt steht da niemand auf der Blacklist. Ich hatte das, können wir einfach auch mal offen drüber reden. Ich habe mir tatsächlich meine Blacklist angelegt. Also Blacklist, nur ganz kurz, damit meine ich, wo ich Personen draufschreibe, mit denen ich vielleicht Probleme hatte, wo ich denke, die könnte man mal sammeln auf einer Liste. Für welchen Fall auch immer. Die hatte ich tatsächlich, die hat mal existiert. Die habe ich aber irgendwann auch, weiß nicht, ob ich es gelöscht habe oder ob das vom Papier war, entfernt, weil ich auch an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, warum soll ich diese Negativität, warum sollen diese Menschen, die da draufstehen, die mir negative Ereignisse beschert haben, überhaupt noch irgendwo einen Platz in meinem Leben haben? So. Von daher existiert aktuell keine Blacklist. Ich weiß nicht, ob ich dann eine Blacklist erstellen würde und die dann abarbeiten würde, aber ich weiß, ach, ist schwierig, ne? Aber was würde ich machen? Okay, wenn ich ein Jahr zu leben hätte, ich glaube, gefühlt würde ich nichts anders machen. Wahrscheinlich würde man automatisch jede Sekunde, jeden Abend, jede Stunde sich genau überlegen, okay, mache ich das jetzt? Gucke ich jetzt die Netflix-Serie hier? Bleibe ich jetzt zu Hause? Zocke ich jetzt einfach wieder einfach 3 Stunden lang? Oder war es das? Ist das sinnfrei? Ja. Ich glaube aber auch, ich würde nochmal dieses letzte Jahr nutzen, um das, was ich in meinem Leben erlebt und gelernt habe, anderen Leuten mit auf den Weg zu geben für ihr Leben. Und ich würde das unglaublich und riesige Kapital, was ich angesammelt habe, in die richtigen Hände geben.
Also im Endeffekt, das, was ich mir quasi aufgebaut habe und was finanziell dasteht, würde ich halt mir genau überlegen. Und ich sag mal so, ich würde natürlich einen Teil meiner Familie geben, so. Also gefühlt so, ja, ich würde irgendwie meine Eltern, würde ich halt irgendwie ausbezahlen. Also ich würde gerne einmal alle ausbezahlen, im Sinne, was haben die in mich investiert? So, mal durchrechnen, was so ein Kind kostet. So, dann kriegen die das von mir zurückbezahlt. Dann, ja, keine Ahnung, natürlich auch, meiner Schwester würde ich was geben und sonst was. Aber ich glaube, den größten Teil aus dem Bauch raus, ja gut, nee, dann könnten die Leute sich jetzt was errechnen. Ein größerer Teil würde ich gucken, dass es in die richtigen Hände geht und Leute damit etwas auf dieser Welt verändern. So, weil kommt dieses Geld in die richtigen Hände, in die richtige Organisation, und es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele schwarze Schafe da draußen, das ist halt die Schwierigkeit daran, dann kann damit halt wirklich etwas bewirkt werden und verändert werden zum Positiven. Sei es in Richtung Umweltschutz, sei es in Richtung Tierrettung, Plan, Nachhaltigkeit, Artenschutz, vielleicht auch in eine menschliche Richtung, ne? Mhm. Genau, weil, keine Ahnung, also was. Ich bin der Meinung, du bist irgendwann an einem Punkt, und das merke ich halt bei mir selbst, wo du eigentlich, ich sag mal, gedeckelt bist von dem, was du dir luxusmäßig wünschst. So, mhm. An dem Punkt bin ich schon länger oder spätestens jetzt nach meiner Eigentumswohnung. So, klar, ich kann mir auch noch eine größere Eigentumswohnung kaufen mit noch einem Zimmer und einem Billardtisch und sowas. Vielleicht mache ich das auch irgendwann. Ich hätte auch Bock auf so ein richtig fettes Penthouse mit 360-Grad-Terrasse. So, ja, da kann ich auch ehrlich sein. Finde ich geil. Ja, vielleicht kommt das irgendwann. Aber theoretisch gesehen bist du irgendwann an einem Punkt, ich brauche kein Privatjet. Ich brauche auch keine Yacht oder so. Ja, ich möchte ein schönes Auto haben. Das habe ich. Ich möchte ein schönes Dach über dem Kopf haben. Habe ich. Ich möchte mir das ja alles schön einrichten. Habe ich auch. So. Und der Punkt ist auch irgendwann, der nächste Schritt danach ist meistens nicht mehr so ein Riesensprung. Also stell dir vor, du kaufst dir mal ein richtig schönes, geiles Auto. Ist geil. Hammer. Du fährst das. Und dann ist irgendwann so, ja, was würde denn danach kommen? Natürlich gibt es noch ein Auto, das noch mal geiler ist. Noch mal ein Stück. Aber es macht nicht mehr diesen riesen Impact aus. So, ich habe jetzt hier meine Eigentumswohnung. Ich richte hier alles ein, wie es mir gefällt. Alles irgendwie schön, schick neu gemacht, damit ich mich hier wohlfühle. Na klar, kann ich auch noch mal eine größere Wohnung mir holen oder auch noch mal ein Haus. Das ist auch noch mal ein Stück geiler, ja. Aber so viel richtet es dann auch nicht aus. Vielleicht mache ich es irgendwann, vielleicht ändert sich das auch noch mal. Aber um das nochmal abschließend zu sagen, würde ich, wenn ich noch einer zu leben hätte, gucken, dass mein Geld in die richtigen Hände geht und damit ordentlich gekämpft wird auf dieser Welt an den richtigen Fronten für das Richtige. Was für ein schöner Abschluss. Und jetzt meine Überleitung an dich, ja. Mein lieber Fritz. Du darfst ja. Mir jetzt eine Konterfrage stellen und eine ja. Person nominieren. Du darfst beginnen mit, was du willst. Ich beginne erst mit der Nominierung. Und zwar nehme ich einfach mal Fabio Schäfer. So, das ist ein auch ein YouTuber, ist Mountainbiker. Und genau, mega korrekter, cooler, spannender Typ. Ich kenne ihn eigentlich sehr, sehr wenig. Wir haben uns live, glaube ich, erst zweimal gesehen in unserem Leben. Gefühlt ist aber einfach so wie, ey, wir könnten morgen einfach für 14 Tage irgendwo in Urlaub fliegen, so, weißt du, oder irgendwas machen. Also wir sind so voll auf einer Wellenlänge, einfach durch Sprachnachrichten, weil wir uns kennen und so weiter. Und ich habe vorhin erst wieder Sprachnachrichten mit ihm gehabt und er hatte einen Zusammenschnitt bei mir gesehen von diesem Stream, wo es um dieses Thema Umweltschutz, Naturschutz ging und so weiter. Und er hatte mir selbst vorhin gesagt so, ey krass, das hat auch in ihm wieder was ausgelöst und er will auch sich wieder mehr Gedanken machen und hat selbst gemerkt, wie er in dieser Bubble feststeckt und sowas. Und ja, ich glaube, er passt einfach da auch gut rein, kommt auch ein bisschen aus diesem Abenteuer-Ding, eher aus der Mountainbiker-Richtung, hat, glaube ich, noch ganz, ganz andere Facetten in gewisse Bereiche, aber manche Sachen überschneiden sich. Ich glaube, es ist ein cooler Charakter. So, der ist cool, danke schön. Ja, dann hoffe ich, dass Fabio auch zusagt und vielleicht. Ja, muss er, wenn nicht, wenn ich sag's mir Bescheid, ne? dann nerve ich ihn so lange. Er muss jetzt, er muss. Dankeschön. Ja, jetzt deine Kontrafrage, ja. Mein Lieber. Ja, klar. Und zwar muss man dazu sagen, der Kanal ganz, ganz ursprünglich hieß mal End of the Comfort Zone. So, den habe ich auch mal umbenannt in meinen privaten oder meinen richtigen Namen, weil es halt einfach ist. Und der Leitspruch, der mich seit Beginn komplett von allem begleitet, den ich auch als Merch habe und so weiter, den habe ich natürlich nicht erfunden, den kennen auch viele, aber der steht halt irgendwie so ein bisschen, der schwebt immer über mir, ist dieses Life begins at the end of your comfort zone. Das Leben beginnt außerhalb dieser Komfortzone, dieser Bubble, dieser warmen Bubble, in der du dich befindest. Und das hat man jetzt gefühlt auch schon mehrfach hier im Thema und ich merke das immer wieder bei allem, was ich mache. Und das kann man auf jeden
Alltag betreffen. Das ist selbst, wenn du eine Frau ansprichst und die ist vorher nicht raus, da ist es genauso. Mhm. Ja, oder sagen, ey, ich probiere jetzt mal irgendwas, was unbequem ist. So. Und jetzt natürlich die Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen? Wann ist das wie passiert? Was hatte das für Auswirkungen? Einfach ein Ereignis dazu. Freiwillig oder gezwungen? Wie du magst. Wie du magst. Was dir einfällt. So kann, vielleicht kann es auch ein bisschen länger her sein, aber irgendwo, wo du sagst, okay, stimmt. Hier ist es einfach so reingeschaut und vielleicht auch etwas, was halt eine krasse Veränderung dann hervorgeholt, wo du sagst, ey, krass, da bin ich wirklich mal aus meiner Komfortzone raus und was das für mich verändert hat, Alter, völlig krank. Okay, nehme ich das erste von mir heraus, und dann gebe ich ein zweites Beispiel von außen. Das erste Beispiel von mir heraus war in der Bank. Ich saß in der Bank, hatte ein Sparbuch in der Hand von einem Kunden und hatte einfach, keine Ahnung, waren da ein Guthaben 25.000 Euro drauf oder so. Und ich habe halt überlegt, boah, wenn das Lebenspunkte sind. Und ich weiß aber am Ende nicht, wie viele Lebenspunkte ich eigentlich habe. Ich weiß immer nur, welche ich gerade aktuell verbraucht habe. Ich sehe aber die Summe am Ende nicht, die zu erreichen wäre. Und mich fragt jetzt einer, ey, gibst du mir 10.000 Lebenspunkte für Schrott? Da würde ich ja sagen, ey, auf keinen Fall. Aber ich habe halt gemerkt, dass die Leute mit ihren Bankkonten geiziger umgegangen sind als mit ihrer Lebenszeit. Also mit wem verbringen sie Zeit, wo verbringen sie Zeit, mit was verbringen sie die Zeit? Und ich habe festgestellt, ich habe mir da eigentlich nicht wirklich Gedanken zugemacht, obwohl Lebenszeit immer für mich wichtig war. Und da habe ich mir überlegt, das, was ich hier gerade mache beruflich, ist es wirklich vollends die Zeit, die ich investieren möchte und freiwillig hergeben möchte? Und dann habe ich mir Nein dazu gegeben. Also meine Antwort war Nein. Wie alt warst du da? Da war ich 26. Ah, okay. Hm? Ja, 26. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich gedacht so, oder 25, 26, und dann habe ich gedacht so, nee, das kann nicht sein. Du musst das hier jetzt ändern. Weil wenn du jetzt sagst, am nächsten Tag willst du es noch weiter so leben und bist damit zufrieden und du sagst nein, dann musst du jetzt was ändern. Und dann habe ich mich angefangen zu beschäftigen, was machst du jetzt stattdessen? Jetzt weißt du, was du nicht mehr willst. Jetzt entdecke das, was du möchtest und was du willst. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und dann öffnete sich mein Geist dafür und dann kam ein Kunde und erzählte mir von Sozialpädagogik. Ich dachte, oh cool, ja, komm, pass auf, dann werde ich kündigen und studiere Sozialpädagogik und werde mich selbstständig machen als Mentor. So, und das war mein erster Zug so, also meine erste Idee. Ja, und so entwickelte sich das Ganze. Und jetzt sitze ich hier und mache mit dir einen Podcast, Dialoge ohne Masken. Was ist zu meinem Beruf, zu meiner Berufung oder zu meinem Unternehmen gehört? Also völlig abgespaced. Und jetzt erzählst du mir, hey, ich war auch mal bei einer Bank und denke mir so, hey, krass, du hängst jetzt im Wald rum und ich mache Coachings, völlig konträr. Und geil, was das für Biografien sind. Ja. Und jetzt merke ich wieder, was Nico für ein genialer Podcast-Manager ist, der diese Auslese macht, der dich quasi gesehen, entdeckt hat und gesagt hat, ey, komm, wir fragen den für den Podcast an. Und ich jetzt feststellen darf, mehrfach, mega genial, dass wir dich gefragt haben und du auch noch zugesagt hast. Das andere ist, von außen, und das war jetzt die Corona-Situation, die hat einfach, ich habe viele Seminare gegeben, Vorträge gehalten, also ne, live mit vielen Personen und auf einmal, bam, geht nicht, von heute auf morgen. Und erstmal, oh nee, oh, Wahnsinn, meine Komfortzone, das lief alles so gut. Und jetzt auf einmal so Stillstand, 3 Telefonate, richtig Umsatzeinbrüche. Und dann habe ich mir gedacht, wow. Und dann kam auf einmal so dieser Moment nach so 3-4 Tagen, wo ich mit meinem Geschäftspartner und besten Freund zusammen saß und wir uns überlegt haben, ja, warte mal, was will uns das eigentlich jetzt gerade zeigen? Ja, und dann haben wir daraus halt ganz, ganz coole Schlüsse gezogen und neue unternehmerische Schritte eingegangen und haben das, was man immer so Hanuta-spruchmäßig sagt, in Krisenzeiten musst du investieren. Genau, haben wir aber jetzt auch gemacht. Wir haben richtig investiert mit Lebenszeit und Finanzkraft. Also Wahnsinn. Und was wir gerade für Schritte gehen, das ist irre. Es ist so ein Beschleuniger für uns. Also ich finde, diese Situation um uns herum ist ein absoluter Verstärker von Dingen, die schlecht liefen, laufen einfach noch schlechter. Und Dinge, die gut liefen, laufen jetzt noch besser. Also ich hoffe, du kannst mir folgen, was ich meine. Natürlich laufen gewisse Sachen dann einfach gar nicht. Aber die Frage ist ja gut, dann laufen aber dafür andere Sachen erst recht. Und ja, und das ist auffällig geworden. Also es gibt einmal diese Komfortzone, die ich verlassen habe, aufgrund von äußeren Einwirkungen, die mich dazu gebracht haben, dies zu tun. Was jetzt auch die Frage immer ist, wie reagiere ich drauf? Ja, oder agiere ich drauf? Oder bei dem anderen ist es, mache ich selbst, also trete ich selbst in Aktion, weil ich merke, ich bin irgendwo nicht glücklich und nicht zufrieden. Ich hoffe, ich habe deine Konterfrage gut beantwortet. Ja, definitiv. Geil. Fritz, ich danke dir für deine Lebenszeit. Ich danke dir dafür, dass du
diesen Fragen so, ja, auch ausführlich geantwortet hast, was halt sehr schön ist, weil es halt ja ganz, ganz viel Raum gibt. Und ich möchte dir einfach nur von Herzen Danke sagen. Gerne, gerne. Ich auch. Danke. Ich sag's auch ganz ehrlich, viele Sachen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ist, glaube ich, auch so ein bisschen wie so ein Psychologe und du liegst da auf der Liege und sprichst einfach mal. Ich merke das immer wieder, dass ich manchmal Themen habe und ich rede mit Freunden über Themen, über Probleme, die geben mir nicht die Lösung. Aber weil ich mit denen drüber geredet habe und sie manchmal nur noch eine Frage stellen, finde ich selbst die Lösung. Und das ist auch eine super geile Reflexion in so einem Podcast wie hier, weil viele Sachen, die ich hier gerade gesagt habe, die habe ich auch ganz tief irgendwo hergeholt. So, die waren schon lange, waren die da irgendwie eingestaubt. Aber nochmal reflektiert, wieder ein bisschen hochgeholt, ist halt auch immer geil. Wie fandest du den Podcast? So jetzt, wo du vorher nicht wusstest? Ich fand's richtig gut. So, weil der Klassiker, ich sag's dir ganz ehrlich, zum Beispiel Fernsehinterviews. So, da geht's halt dann, geht's nicht um wirklich die Person dahinter, sondern es geht nur um das, was macht die Person. Was war denn dein liebster Ort, an dem du mal warst? Keine Ahnung, ich war sonst wo, weißt du? Was war denn der schlimmste Moment, den du hier auf einem Abenteuer erlebt hast? Also, das sind alles so Fragen, so Fachfragen dazu, weiß ich nicht. Und hier, das sind so offene, große Fragen, die sich auf den Mensch beziehen, auf alles. So, und nicht auf der Abenteuer-Autotyp, sondern es geht um Fritz Meinecke. Egal ob privat, ob als Kind, ob sonst was, in der Zukunft sehen, ist es scheißegal, ich könnte auch was anderes machen. Und dadurch funktioniert das so geil und dadurch kriegst du auch eine ganz andere Tiefe hier rein, wenn du dich dem Ganzen halt öffnest. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht werden wir uns auch wieder begegnen und vielleicht mal was ganz anderes, Experimentelles ausprobieren. Vielleicht können wir ja irgendwas mit deinen Videos verknüpfen. Wenn Staffel 2 die nächsten 8 Fragen kommen. Ja, oder wir verknüpfen mal irgendwas. Du machst eine Expedition und wir verknüpfen das mit dem Thema Mentaltraining. Was hat Mentaltraining mit Abenteurerei zu tun? Danke, mein Bester. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles klar, danke dir. Danke. Ach, ciao. Vielen Dank, dass du diesem Dialog ohne Masken zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn positiv bewertest und natürlich auch abonnierst, damit du immer die aktuellste Folge zeitnah hören kannst. Falls du bestimmte Themen gerne hören würdest oder dir eine geniale Frage einfällt, die wir unseren Gästen stellen könnten, dann schreib uns gerne an frage@dialogeohnemasken.de oder schreibe und abonniere uns gerne über Facebook und Instagram. Die Links findest du bei uns auf der Homepage oder unten in den Shownotes. Wir wünschen dir einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du gerade diese Folge hörst. Lebe mit Herz, Leidenschaft und Verstand. Dein Sharon.